Hallo und herzlich willkommen zu den IB Days. Wie gewohnt live aus Frankfurt am Main. Das Wetter ist heute einigermaßen schön. Das spielt eine große Rolle dabei, ob wir alle gut gelaunt sind und Spaß dabei haben. Es ist nicht zu gut. Ich hoffe, Sie haben sich alle zahlreich vor dem PC, Tablet oder wo auch immer wiedergefunden, sind dabei. Es freut mich auf jeden Fall. Mein Name ist David Warney und ich habe die Ehre, mit Ihnen die nächsten ca. 90 Minuten, vielleicht auch die einen oder anderen Minuten länger verbringen zu dürfen. Thema heute lautet Ihr Einstieg ins Algo-Trading. Das ist das grobe Thema oder das Hauptthema, womit wir uns beschäftigen, wer wir eigentlich sind. Dazu kommen wir auch noch später. Der heutige Vortrag, den machen wir gemeinsam mit unserem Partnerbroker FXBlad. Das heißt, der Vortrag heute wird durchgeführt von AlgoCamp und von FXBlad. FXBlad ist unser Partnerbroker. Nicht so, wie Sie jetzt wahrscheinlich im ersten Moment denken, die sind gesponsert von irgendjemandem und wir haben heute hier eine große Verkaufsshow, wie es leider üblich ist. Das ist so nicht hier der Fall. AlgoCamp, das heißt, wenn ich wir sage, meine ich mal AlgoCamp. AlgoCamp ist ein unabhängiger Partner von FXBlad. Das heißt, wir bekommen hier keine Provision dafür, ob Sie nun ein Konto da eröffnen oder nicht. Das ist uns im Endeffekt finanziell, kommt das Gleiche raus. Ja, wir sind extra aus Berlin angereist, um Ihnen heute so ein bisschen den Einblick in das Algo-Trading zu gewähren. Das ist ja unser Hauptthema. Wir haben heute noch einen zweiten Vortrag und auch noch morgen zwei Vorträge. Heute haben wir noch einen Vortrag zu dem Thema automatische Handelssysteme ohne Programmierkenntnisse. Morgen haben wir dann nochmal zwei Vorträge zu den Themen Markttechnik mit dem MetaTrader 5, recht aktuell, und noch das große Thema Strategieportfolio. Also schauen Sie einfach mal auf den Sendeplan, ob noch was dabei ist für Sie, ob Sie da Zeit haben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Fangen wir einfach mal an. Was sind eigentlich heute unsere Ziele, damit Sie gleich wissen, wo Sie heran sind, ob Sie im richtigen Kanal sind oder ob Sie lieber wieder umschalten, was ich natürlich nicht hoffe. Wir haben heute drei Ziele, drei ganz starke Ziele. Und zwar möchten wir Ihnen den Weg zeigen, wie Sie zum erfolgreichen Algo-Trader werden. Das heißt, worauf müssen Sie achten? Was brauchen Sie? Was brauchen Sie nicht? Das ist ganz wichtig. Punkt 2 ist die Einstiegshürde senken. Das ist auch so ein bisschen die Mission von AlgoCamp und von FXBlad. Wir sehen es ja momentan nicht nur im Trading-Bereich, sondern überall auf der Welt. Wir sehen es im Automobilbereich. Wir sehen es einfach, Autos fahren auch schon alleine. Gerade jetzt zur IAA hier in Frankfurt am Main ist natürlich die große Messe. Da ist das Thema autonome Autos, selbstfahrende Autos immer noch sehr stark und sehr groß. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wieso vertrauen wir unser Leben einem Auto an, einem Computer an, welches uns fährt, aber unser Geld, das verwalten wir noch selbst. Das müssen wir schön selbst verwalten und darauf achten, dass da nichts passiert. Passt irgendwie nicht zusammen, finde ich. Und deswegen haben wir schon früh gemerkt, dass das Thema Algo-Trading, es ist enorm wichtig in dem Bereich. Wir müssen uns früher oder später damit beschäftigen, denn wir sind ja heute circa bei 70-80% der Trades an der Börse, die werden schon automatisiert durchgeführt. Und wir zu Hause, wir sind der Meinung, dass wir mit unseren manuellen Trades immer noch den großen Markt bewegen und im Endeffekt ganz viel Geld damit verdienen. Punkt 3 ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass es auf Gefahren hinweisen im Algo-Trading-Bereich. Das heißt, wir wollen Ihnen zeigen, worauf Sie wirklich achten müssen, wenn Sie mit dem Algo-Trading anfangen. Das Thema ist ziemlich so ein bisschen in der Schmuddelecke geraten in den letzten Jahren. Algo-Trading, Expert-Advisor, es gibt unendlich viele Verkäufer, die der Meinung sind, ein profitables System zu verkaufen. Machen die Seiten ganz schön, die sehen immer ganz bunt aus, aber im Endeffekt lauern da einfach nur viel zu viele Gefahren. Und das ist so das Ziel von heute. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, dass Sie am Ende des Vortrags so weit sind, dass Sie ab morgen ein profitabler Algo-Trader sind. Aber mein Hauptziel für heute, und das halte ich für durchaus realistisch, ist, dass ich Ihnen die Werkzeuge mitgebe. Das heißt, ich zeige Ihnen, worauf müssen Sie achten in der Zukunft und wie sieht der Weg aus zum profitablen Algo-Trader. Das sind so heute erstmal die Ziele. An der Stelle möchte ich nochmal auf ein E-Book von uns hinweisen. Zeige ich Ihnen gleich nochmal auf der Seite. Wir haben ein E-Book kreiert, ein kostenloses natürlich. Das geht ca. 19 bis 20 Seiten lang zu dem Thema Algo-Trading. Wie starte ich damit? Worauf muss ich achten? Nochmal kurz alles zusammengefasst.
Das heißt, Sie müssen sich jetzt heute nicht allzu viele Notizen machen, vielleicht die ein oder anderen Dinge durchaus mal mit einem Screenshot sichern, was die Grafiken angeht. Aber wir haben noch ein kostenloses E-Book, da können Sie sich nochmal anmelden, es herunterladen und einige Infos dazu noch ergattern. Damit Sie eigentlich wissen, wer hier steht und der Meinung ist, Ihnen etwas erzählen zu können über das Thema, stelle ich mich natürlich noch vor. Mein Name ist David Warner, ich bin aktuell 26 Jahre alt und bin Gründer und Geschäftsführer von AlgoCamp. Was AlgoCamp ist, dazu kommen wir dann auch in der übernächsten Folie, habe ich ja schon öfters erwähnt dazwischen. Wie habe ich eigentlich gestartet? Werdegang ist wahrscheinlich klassisch. Zig Konten eröffnet, alle gegen die Wand gefahren, das interessiert Sie wahrscheinlich nicht weiter. Das hören Sie ja schon bei jedem anderen Referenten in dem Bereich. Interessanter ist eher mein Werdegang, finde ich. Das heißt, ich habe 9 Jahre lang in einer Vermögensverwaltung gearbeitet, die, jetzt kommt das Interessante, die wirklich ausschließlich Geld verdient hat durch den automatischen Handel. Das heißt, sie hat nur eigenes Kapital verwaltet, Handelssysteme programmiert und halt laufen lassen. Das gibt es heute kaum noch am Markt. Die meisten Vermögensverwaltungen, die haben Kunden zum einen und die haben aber auch viel, viel manuelles Trading. Das haben wir in dem Bereich damals nicht gehabt. Und das heißt, in den 9 Jahren, in denen ich dort angestellt war, habe ich natürlich einiges gesehen, viele Infos mitgenommen, viel erarbeitet, viele Kontakte geknüpft. Und deswegen, das ist eine Info, die ich mir gerne mitgebe, weiß ich und ich habe es selbst miterlebt, dass automatische Handelssysteme wirklich funktionieren. Ganz wichtig. Wir haben sehr viele Kunden, die zu uns kommen und prinzipiell erstmal so die erste Frage stellen, funktioniert das überhaupt? Algo-Trading, ist das Quatsch? Ist das super? Was steckt eigentlich dahinter? Also die Antwort auf jeden Fall, ja, es funktioniert. Denn seitdem ich 16 war, habe ich in der Vermögensverwaltung schon angefangen. Und dort, wenn man so sagen möchte, wird quasi ein Leben oder mein Leben finanziert durch die automatischen Handelssysteme, die halt das Kapital handeln und Gewinne erzielen langfristig oder mittelfristig, besser gesagt. Ansonsten natürlich das manuelle Trading, das ist mir nicht vorenthalten gewesen. Ich habe auch damit recht früh angefangen. Das war so der erste Schritt, um erstmal die ersten Erfahrungen zu machen. Und heute bin ich an dem Punkt, wo ich beides parallel mache. Das heißt, ich habe ein großes Portfolio an Strategien, die automatisiert handeln. Aber zur Hälfte bin ich auch noch manuell am Markt aktiv. Das ist nämlich sehr wichtig, dass die Nähe zu dem Markt noch da ist. Ansonsten ist man irgendwie fernab vom Markt und weiß nicht mehr, was die Realität ist. Man bekommt keine neuen Ideen und so weiter. Das ist immer sehr wichtig. Ja, AlgoCamp, hatte ich 2015 gegründet. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Und ich bin inzwischen auch noch Referent auf der World of Trading, auf den IB Days, wie man hier heute sieht, bei den letzten IB Days. Da waren wir auch noch dabei. Und inzwischen auch regelmäßiger Autor seit 2, 3 Jahren im Traders Mag. Dort in der Regel halt auch zu den Themen automatisierter Handel, Strategieentwicklung und so weiter. Gut, dann stelle ich Ihnen heute auch noch unseren virtuellen Mitreferenten vor, FXBet. FXBet ist unser Partnerbroker. Wieso ist FXBet unser Partnerbroker geworden? Aus meiner persönlichen Sicht ist FXBet der einzige Broker, dem ich mein Geld anvertrauen möchte. Wieso ist das so? Kann man eigentlich kurz und knapp sagen, wieso das so ist. Es ist ein Broker, der sitzt in Deutschland mit dem Hauptsitz. Das Geld bleibt bei den DE-Konten auch in Deutschland. Da haben wir natürlich die Abgeltungssteuer, aber es ist im Endeffekt gehüpft wie gesprungen. Aber es ist einfach ein Broker, wo wir einen unglaublich guten Support haben. Nicht ohne Grund hat FXBet zahlreiche Auszeichnungen. Wir sehen jetzt hier nur die letzten 3 aktuellsten Auszeichnungen. Wenn Sie vielleicht FXBet mal besucht haben oder mal in den Genuss kommen, in dem Büro, in den Räumlichkeiten zu sein, dann werden Sie fast keine Bildschirme mehr sehen vor den ganzen Auszeichnungen. Und das spricht für sich. Das ist sehr wichtig. Das merken wir auch in der Kundenarbeit. Sehr viele Trader, die unterwegs sind, die können einfach Englisch nicht so gut. Das haben sie vielleicht damals nicht in der Schule gelernt. Und da ist es enorm wichtig, gerade beim Geldthema, dass wir einen deutschen Ansprechpartner haben, der uns gut versteht, der auch nicht nur seine gelernten Texte herunterplappert, sondern wirklich dabei ist. Und der Service von FXBet ist wirklich aus meiner Sicht unschlagbar in dem Bereich. FXBet ist technisch auch ziemlich weit vorne. Wir haben natürlich im Angebot den MetaTrader 4 als Trading-Plattform, aber auch den MetaTrader 5 schon seit einigen Wochen, Monaten.
einfach die Zukunftsmusik. Ne? Der MetaTrader 5, der ist natürlich noch nicht so weit verbreitet, weil alle so ein bisschen das alte System nicht anfassen wollen. Es funktioniert ja alles, es läuft ja alles gut. Aber es ist nur eine Frage der Zeit und bei FXBet sind sie ja schon vorne mit dabei, wenn irgendwann einmal der MetaTrader 4 abgelöst wird. Ansonsten haben wir natürlich noch den Agena Trader, wir haben noch den MetaTrader Plus, der angeboten wird, ein Webtrader, also was die Plattform betrifft, da sind Sie bei FXBet nicht nur auf eine Plattform angewiesen, Sie haben wirklich die freie Wahl, was Ihnen gefällt, was Ihnen optisch gefällt, vielleicht von den Funktionen, gibt es irgendwas, was Sie unbedingt haben möchten, da werden Sie wahrscheinlich irgendwo auf jeden Fall was finden. Und der letzte Punkt, der spricht auch dafür, dass FXBet Interesse daran hat, dass sie wirklich langfristig am Markt unterwegs sind, sind die zahlreichen kostenlosen Weiterbildungen, die hier angeboten werden. Große Webinare, diverse Vororttermine, Präsenzseminare, ab und zu gibt es auch Events, die veranstaltet werden. Das lohnt sich auf jeden Fall in dem Bereich. Kommen wir, wo wir schon bei FXBet waren, noch zu einer kurzen Rabattaktion. Die überspringe ich erstmal an der Stelle, da kommen wir später noch zu, dass Sie erstmal wissen, wer eigentlich wir noch sind. Das ist ja noch die offene Folie. Daher gehe ich jetzt einmal zwei weiter. Und ja, wer sind wir eigentlich? Ich habe AlgoCamp schon öfters erwähnt. Wir sind AlgoCamp. Was macht AlgoCamp eigentlich? AlgoCamp ist ein Unternehmen mit dem Firmensitz in Berlin-Mitte, welches sich darauf spezialisiert hat, automatisierte Handelssysteme zu entwickeln, zu betreiben und zu programmieren. Das heißt, wenn Sie da draußen eine Idee haben und Sie sagen, das trade ich schon manuell und ich habe irgendwie keine Lust mehr, die ganze Zeit wie ein kleines Äffchen vorm Rechner zu sitzen und immer, sobald es rot leuchtet, auf Kaufen zu drücken oder bei Grün auf Verkaufen oder andersrum eigentlich, dann sind wir quasi der richtige Ansprechpartner dafür. Das heißt, Sie kommen zu uns mit Ihrer Idee und wir wandeln Sie quasi in ein automatisches Handelssystem um, sodass Sie dann später nur noch auf Start drücken müssen und das Handelssystem ist dann schon aktiv. Wir haben noch weitere Sachen natürlich im Angebot. Das heißt, wenn Sie keine konkrete Idee haben, die Sie umsetzen möchten, dann haben wir auch fertige Handelssysteme, die wir noch anbieten im Sortiment für den MetaTrader hauptsächlich. Das heißt, fertige Expert-Advisor, die Sie bei uns kaufen können. Wir vermieten Trading-Server, verkaufen historische Daten, bieten Beratung in dem Bereich und sind stolzer Partner natürlich von FXBet. Gehen wir noch mal kurz zurück zu CapTrader. Das ist auch gehört mit zu FXBet. Da haben Sie quasi zwei Broker aus einer Hand, FXBet und CapTrader. Das heißt, wenn Sie lieber Aktien handeln möchten, Optionen, Futures, dann ist CapTrader der richtige Broker für Sie. Da können Sie über die TWS, das ist die Trader Workstation, handeln, können da auch sehr gering starten mit nur 2.000 Euro. Also die Einstiegshürde in den Aktien-Future-Optionen-Handel wird hier relativ weit herabgesetzt. Und Sie genießen da natürlich auch den herausragenden Support, den ausgezeichneten Support. Gut, gehen wir weiter zu unserer Mission. Was ist eigentlich genau unsere Mission von AlgoCamp? AlgoCamp möchte das automatisierte Handel aus der schwarzen Ecke herausziehen. Das Thema, viele von Ihnen da draußen sind wahrscheinlich schon verbrannt. Sie haben irgendwann mal ein IA gekauft, ein Handelssystem gekauft und sind damit einfach irgendwie gegen die Wand gefahren, haben Geld verloren, was auch immer. Auf jeden Fall sind Sie wahrscheinlich an den Falschen geraten. Und das ist die Mission von uns, von AlgoCamp. Wir möchten die Einstiegshürde senken. Das heißt, wir möchten Ihnen da draußen die Barriere so einfach oder so gering wie möglich setzen oder herabsetzen, damit Sie auch das Algo-Trading betreiben können. Wir haben ansonsten natürlich noch die große Mission oder die kleine Mission, halt Ihnen da draußen einfach Arbeit abzunehmen. Wir sind einfach in einer modernen Zeit, wo wir zum Teil langsam nicht mehr wirklich Auto fahren müssen. Wir gehen nicht mehr zum Lichtschalter und schalten das Licht an und aus, sondern haben halt Alexa oder Siri, die das für uns übernehmen. Aber beim Trading, da wollen wir immer noch alles manuell machen. Das können wir natürlich machen. Das ist ja von vielen von Ihnen wahrscheinlich auch ein großes Hobby. Das macht ja auch einfach Spaß. Aber viele Dinge können auch einfach automatisiert werden. Und da sind wir quasi dabei, Ihnen die Arbeit abzunehmen. Das heißt, Sie müssen die Programmierung nicht kennen. Sie müssen sich nicht einarbeiten in die Programmierung. Das ist alles unsere Aufgabe. Sie kommen einfach zu uns mit einer Idee oder möchten ein Handelssystem kaufen und wir begleiten Sie quasi dabei.
Na gut, dann schauen wir auch mal kurz auf die Agenda. Wir haben jetzt schon die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Themen schon durchgesprochen. Genau, die Rabattaktion, die erwähne ich am Ende nochmal. Da passt es eher. Ansonsten, was steht heute alles noch drauf? Wir würden kurz die Algo Trading Starterbox vorstellen. Das ist der Punkt 7. Wir haben von AlgoCamp eine Box kreiert, wo quasi alles enthalten ist, was Sie benötigen, um mit dem automatisierten Trading anzufangen. Das heißt, ein Handelssystem, ein Trading-Server, eine Anleitung, ein Indikator. Sie haben quasi alles enthalten, was Sie brauchen, um quasi innerhalb von 24, 48 Stunden direkt anzufangen mit dem Algo-Trading. Dann geht es zu Punkt 8. Wieso ist der Einstieg ins Algo-Trading eigentlich so schwer? Es klingt eigentlich klingt es doch einfach. Wir holen uns ein Handelssystem, lassen es laufen und werden über Nacht reich. Die Praxis sieht jedoch ganz anders aus. Da kommen wir auch passend zu dem Thema Punkt 9, schwarze Schafe. Wir möchten so ein bisschen zeigen, worauf Sie achten müssen. Das geht dann auch zu Punkt 10, wie Sie gute EAs oder Handelssysteme allgemein eigentlich erkennen. Es ist unheimlich schwer. Wir haben ja viele Beispiele dabei, wo Sie wahrscheinlich denken, hui, dieses Handelssystem, das hätte ich auch gerne. Und dann zeigen wir Ihnen aber, was da wirklich dahinter steckt. Damit Sie, wenn Sie später unterwegs sind im Netz und vielleicht auch Handelssysteme erwerben möchten, ganz genau wissen, worauf Sie achten sollten. Punkt 11. Was benötigt man fürs Algo-Trading? Auch ein ganz wichtiges Thema. Viele haben ja so die Vorstellung, dass uns einfach ein Handelssystem genügt. Das installieren wir, machen wir es zu Hause auf dem Notebook rauf und dann lassen wir es einfach laufen und werden über Nacht reich. Das ist nicht so. Ganz kurz und knapp, was brauchen wir eigentlich alles dafür? Und dann gehen wir auch etwas detaillierter in die Algo-Trader Starterbox, die wir Ihnen noch vorstellen möchten am Ende, dass Sie vorab schon mal einen detaillierten Einblick eigentlich bekommen in die Box, was da enthalten ist, ob das was für Sie ist oder vielleicht nicht und so weiter. Punkt 13. Wieso verlieren so viele Geld mit den EAs? Ein sehr interessantes und auch lustiges Thema in dem Bereich. Kurz gesagt, Gier schlägt einfach oft jede Handelsstrategie. Das heißt, Sie können eine profitable Handelsstrategie haben und dennoch verlieren Sie Geld. Das klingt komisch, aber es ist einfach so. Und woran das liegt, das erwähnen wir am Ende auch nochmal recht ausführlich. Und ein ganz wichtiger Punkt, Punkt 14, ist das richtige Mindset entwickeln. Ich weiß, Sie haben das wahrscheinlich schon 20 Mal irgendwo gelesen. Trading Mindset, Risiko Money Management, niemals mehr als 1% riskieren. Das sind so Themen, auf die hat man einfach keine Lust. Wenn man damit in dem Bereich einen Vortrag hält oder einen Artikel schreibt oder ein Seminar hält, da kommt kaum jemand oder da schlafen alle nur ein. Aber wenn in der Headline steht, Live Trading mit irgendjemanden oder Handelsstrategien, dann sind alle ganz wach. Das ist ganz interessant. Dabei sind das ja eigentlich nicht die relevanten Themen, sondern die relevanten Themen, die wirklich wichtig sind, das sind die auf den ersten Blick irgendwie langweilig klingen. So das richtige Trading-Mindset, ja, was brauche ich dafür oder was ist das überhaupt? Da kommen wir später noch zu. Vorab, dass Sie wissen, wenn ich von der Starterbox erzähle, was da eigentlich enthalten ist. Die Algo-Trading-Starterbox ist eine Box, die derzeit 179 Euro kostet einmalig. Was ist da enthalten? Ein Handelssystem, ein Trading-Server kostenlos für 2 Monate, den Sie danach zum halben Preis für nur 9,90 Euro monatlich weiter behalten können. Oder Sie sagen, Sie brauchen ihn nicht. Sie erhalten eine Power-Candle-Indikator für den MetaTrader 4 dazu. Und noch eine Dokumentation für den Start ins Algo-Trading, das Rundum-Sorglos-Paket. Das nur so als kurzer Einblick. Später kommen wir nochmal detailliert dazu. Ich zeige Ihnen auch noch die Performance von dem Handelssystem. Ich zeige Ihnen, was es kann, welches Risiko Sie da erwarten müssen, was für eine Rendite Sie erwarten dürfen und so weiter. Ja, gut. Wieso ist der Start eigentlich so schwer? Mein Lieblingsspruch, den ich immer wieder bringe, da müssen meine Mitarbeiter von AlgoCamp auch immer lachen. Wir sind hier in einem ziemlich komplexen Bereich, ja? Oder wir haben hier zwei komplexe Bereiche. Einmal das Trading, mit denen Sie da draußen wahrscheinlich schon genug zu tun haben und damit zu kämpfen haben. Und Punkt 2 ist die Programmierung. Wenn wir Algo-Trading betreiben, brauchen wir auf der einen Seite eine profitable Handelsstrategie und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich noch das Ganze programmiert. So. Und jetzt wollen wir hier mit dem Algo-Trading zwei Sachen auf einmal machen. Das heißt, wir wollen einen Beruf innerhalb kürzester Zeit erlernen, also die Programmierung, der Programmierer,
Programmiererin ist ja ein eigenständiger Beruf, der erlernt werden muss. Es gibt eine Ausbildung dafür, die dauert gut 3 Jahre. Es gibt einen Studiengang, um das zu erlernen. So, das ist die eine Schiene, die wir ja einfach so nebenbei mitmachen wollen, wenn wir sagen, wir wollen ein Handelssystem programmieren. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Trading-Bereich, wo Sie da draußen wahrscheinlich alle am besten wissen, wie komplex der Bereich ist. Es ist nicht so, dass wir uns hinsetzen und sagen, ja super, gehe ich long oder gehe ich short, ich verdiene schon irgendwas, sondern Sie werden schon ganz genau wissen, wie komplex dieser Bereich ist. Wenn Sie das, die beiden Themen jetzt sich zusammen vorstellen, dann wissen Sie, wie unüberschaubar das Thema eigentlich ist. Deswegen haben wir einfach eine extrem hohe Einstiegshürde in dem Bereich. Es ist nicht einfach so, dass wir sagen, wir starten jetzt von heute auf morgen mit dem Algo-Trading. Das geht einfach nicht. Und das ist so ein bisschen die Mission, die wir von AlgoCamp haben, ist, dass wir Ihnen einfach diese Hürde, die enorm hoch ist, herabsenken auf ein Minimum. Wirklich auf ein absolutes Minimum, dass das Algo-Trading nicht nur den großen Fonds enthalten ist, den großen Vermögensverwaltungen, den Family Offices, den bösen Banken, sondern dass auch jeder Kleinanleger, Trader da draußen die Möglichkeit hat, automatisiert an der Börse mitzuhandeln. Ja, wieso ist es noch so schwer? Wir haben einfach falsche Erwartungen. Das ist unglaublich interessant. Wir haben ja durch AlgoCamp habe ich ziemlich viel Einblick in die Kundenarbeit direkt. Das heißt, wir haben viele Trader, die zu uns kommen mit ihren Anliegen. Und da haben wir, da erleben wir sehr viel. Und wir finden es sehr interessant. Wir finden es nicht schlimm. Wir finden es sehr interessant, weil wir aus den ganzen Erfahrungen, die unsere Kunden machen, halt Vorträge wie dieser heute kreieren können, die Ihnen da draußen wiederum weiterhelfen. Und mit den falschen Erwartungen, was meine ich damit? Wir haben Trader, die zu uns kommen und halt Sprüche ablassen wie, es ist doch ein Computer, er muss es doch wissen, was passiert. Ja, also viele sehen den Algo, das Handelssystem, als das Nonplusultra. Das ist natürlich nicht so. Wir können diesen Vergleich ja auch außerhalb vom Trading ziehen. Wir können das Ganze ja auch auf die selbstfahrenden Autos ziehen. Auch diese bauen Unfälle, obwohl es Computer sind. Natürlich sind sie vielleicht etwas besser als wir, weil sie nie müde wären. Sie haben nicht so die Probleme wie wir, sie lassen sich nicht ablenken, aber sie haben andere Probleme. Und auch ein selbstfahrendes Auto wird mal leider einen Menschen anfahren, verletzen oder sogar töten. Deshalb dürfen wir nicht die Erwartungen haben. Ne? Wir dürfen nicht allzu viele Erwartungen haben am Algo an sich, denn ein Algo ist im Endeffekt, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, ist ein automatisches Handelssystem, ein Roboter, der genau das macht, was wir ihm mal gesagt haben. Nichts anderes. Wenn wir zu ihm sagen, geh long, wenn der Kurs über dem 200er SMA ist, dann macht er das. Dann macht er es, egal ob heute Freitag kurz vor Börsenschluss ist oder ob der Markt heute schon um 500 Punkte oder 10% gestiegen ist. Das ist ihm völlig egal. Er macht einfach nur das, was er soll. Und er macht natürlich auch Verluste. Er macht auch über Wochen oder Monate lang mal Verluste. Ein Computer ist nicht allwissend. Im Endeffekt macht er immer nur das, was wir ihm beibringen. So, ein weiteres Problem ist die berühmte Spitze von dem Eisberg. Sie haben die Grafik wahrscheinlich schon öfters mal gesehen. Sie sehen oben eine kleine Spitze aus dem Eisberg. Das ist das, was die Mehrheit in der Öffentlichkeit auch postet. Schöne Autos, schöne Wohnungen, ein schönes Leben. Aber was Sie nicht sehen, das ist der große Eisberg unter dem Wasser. Das ist die ganze Arbeit. Und dahinter steckt einfach enorm viel Arbeit. Eine Handelsstrategie zu entwickeln, das Ganze zu automatisieren, das Ganze laufen zu lassen. Da steckt enorm viel Arbeit, die man als alleiniger, privater Trader zu Hause kaum noch stemmen kann. Und die letzten zwei Probleme, schwarze Schafe und Abzocke, das ist enorm groß. Wir haben auf dem Markt, man kann einfach danach googeln, wir haben auf dem Markt unendlich viele Anbieter, die Handelssysteme verkaufen für 99 Euro, aber auch für 3.000 Euro anstatt 6.000 Euro jetzt im Angebot. Es gibt viele Verkäufer. Wie sie die filtern können und wie sie diesen Fehler nicht selbst machen, dass sie von schwarzen Schafen ausgeraubt werden, das zeige ich Ihnen auf jeden Fall noch in den nächsten Folien. Gut, schwarze Schafe. Was meine ich eigentlich mit schwarze Schafe? Damit meine ich nicht die Tiere, sondern die berühmten schwarze Schafe. Das sind Verkäufer, die Ihnen in dem Bereich einfach nur Mist verkaufen. Also mit Mist meine ich Handelssysteme, die amateurhaft entwickelt wurden, die nicht ausführlich getestet wurden,
die von der Programmlogik einfach nicht, ja, die man einfach nur in die Tonne kloppen kann, aber die sehr gut verkauft werden. Das heißt, wir haben schöne Verkaufsbroschüren, wir haben schöne Grafiken, wir haben eine ganz schöne Aufmachung von der Webpräsenz. Vielleicht haben wir auch noch irgendwo in Deutschland einen Briefkasten, welches wir ins Impressum schreiben. Aber im Endeffekt gewinnen Sie damit kein Geld. Und das ist ja eigentlich Ihr Ziel. Sie wollen nicht den Verkäufer reich machen, Sie wollen eigentlich, dass Sie selbst mit dem automatisierten Trading Geld verdienen. So, was haben wir noch bei den schwarzen Schafen? Was machen die schwarzen Schafe eigentlich? Es ist ja nicht so, dass sie zu Hause sitzen und irgendwie überlegen, wie sie ein schlechtes Handelssystem entwickeln. Das machen die natürlich nicht, sondern sie lassen einfach viele, viele Sachen weg. Wie sieht so ein typischer schwarzer Schaf-EA-Verkäufer aus? Punkt 1, er sitzt irgendwie im Ausland. Das haben wir ganz oft. Hauptausrede ist natürlich, dass das Wetter da so schön ist. Das mag natürlich sein. Es gibt auch Ausnahmen, die existieren. Aber in der Regel haben wir so, dass wir die Verkäufer von den Handelssystemen gar nicht wirklich greifen können. Wir können sie maximal per E-Mail erreichen, aber oft nur so lange, bis der Verkaufsprozess abgeschlossen ist, der Verkäufer das Geld hat und er dann kein Interesse mehr an sie hat. Das haben wir zum Beispiel bei AlgoCamp nicht. Wir sind ein deutsches Unternehmen, wir sitzen in Berlin-Mitte, wir haben ein Büro, das heißt, Sie können Termine mit uns ausmachen, uns besuchen. Und das machen sehr, sehr viele sehr gerne. Das finden wir auch sehr lustig und interessant, das macht natürlich Spaß. Viele kommen einfach zu uns und lassen sich einen Termin geben, um einfach zu sehen, ob wir wirklich existieren. Weil sie selbst schon so verbrannt sind von dem Thema, dass sie kaum sehr kritisch unterwegs sind, was auch sehr gut ist, was auch einfach so sein muss in dem Bereich, weil es einfach sehr schwer ist in dem Bereich. Und das zeigen die Beispiele später auch nochmal ganz gut. So, keinen schlechten Support, das ist leider auch der Fall. Wir sind natürlich auch nicht ganz blind am Markt unterwegs, sondern schauen uns das immer an. In der Regel haben sie so, sie kaufen irgendwo ein Handelssystem, das bekommen sie automatisiert zugeschickt und dann ist vorbei. Dann erreichen sie keinen. Ne? Sie haben irgendwie ein Problem, er läuft nicht bei ihnen. Ja, dann haben sie leider irgendwie Pech gehabt in dem Bereich. Kann man nichts machen. Das Geld ist weg, das Geld ist schon über See und der Verkäufer freut sich darüber, aber sie halt leider nicht. Was machen die schwarzen Schafe noch so? So einiges. Sie führen aber keine Robustheitstests durch. Das haben wir sehr oft in dem Bereich. Das heißt, sie betreiben extremes Curve-Fitting. Was ist Curve-Fitting? Sie haben einen historischen Datenbestand. Das heißt, sie arbeiten zum Beispiel mit den letzten 2 Jahren, haben da Future-Daten vom DAX, DAX-Index und testen damit. Und testen alles Mögliche durch, nur um irgendwie ein profitables System hinzubekommen. Klingt eigentlich gut, ja, wieso nicht? Wieso? Ich muss mir doch die Vergangenheit ansehen und schaue, dass ich dann was Profitables bekomme in der Vergangenheit und versuche das auch in der Zukunft so zu fahren. Das ist aber ein ganz großer Fehler, diese sogenannte Curve-Fitting. Ich gebe Ihnen einfach mal ein praktisches Beispiel, was Sie wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen können. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Straße und haben 3 Spuren. Davon ist eine stark befahrene Straße, Sie haben 3 Spuren. Und Sie müssen, das ist die Hauptaufgabe, Sie müssen über die 3 Spuren und noch weiterkommen mit verbundenen Augen. So. Die Autos fahren immer wieder gleich los. Das heißt, wir drücken auf Start, die Autos fahren alle in der gleichen Geschwindigkeit, im gleichen Takt über die Straße. Was machen wir also? Der schwarze Schafe EA-Verkäufer würde sich halt die Vergangenheit, das ist in dem Fall die ersten drei Spuren ansehen und immer sich merken, okay, wie schaffe ich das? Das erste Auto kommt in 2 Sekunden. Ich springe rüber, das nächste Auto kommt dann wiederum in 8 Sekunden. Das heißt, ich springe auf die erste, ganz schnell auf die zweite. Und dann weiß ich, in 15 Sekunden kommt da das Auto und ich muss rüberspringen. Das mache ich ein paar Mal. Ich drücke es immer wieder auf Start. Das heißt, ich starte den Backtest immer wieder. Und irgendwann habe ich es im Kopf. Irgendwann weiß ich, okay, hier nach 2 Sekunden springen, hier nach 8 Sekunden springen, hier nach 9 Sekunden springen. Dann bin ich rüber. Das ist quasi Curve-Fitting. Das heißt, ich weiß, ich kenne die Vergangenheit, und ich passe mich so an, dass ich das schaffe. Vielleicht habe ich irgendwann noch einen großen Greifvogel, der sehr tief liegt und ich muss mich noch ducken. Das heißt, ich springe 3-mal und duck mich und ich komme rüber. Das ist Curve-Fitting. Das heißt, im Trading wäre die Kurve so. Sie wäre genial. Sie hätten eine ganz schöne Performance-Kurve. Beispielsweise so würde die Kurve aussehen. So, was passiert nun auf der Straße? Wir haben die ersten 3 Spuren überlebt. Die Augen sind ja verbunden. Und wir haben 5 weitere Spuren. Und jetzt gehen wir auf die erste Spur und werden sofort überfahren.
Wieso ist es in dem Bereich so? Weil wir uns einfach nur an die Vergangenheit stark orientiert haben. Wir hätten andere Dinge durchführen müssen, wie zum Beispiel, ich höre oder ich entwickle ein Gehör, wann ein Auto kommt. Vielleicht erkenne ich am Wind, wie schnell das Auto fährt und sowas. Dann wäre ich natürlich am Anfang nicht extrem schnell über die ersten drei Spuren gekommen. Aber das wollen wir beim Trading auch nicht. Wir wollen ja uns keine schönen Kurven basteln, die in der Vergangenheit ganz schön aussehen, sondern wir wollen ja auch in der Vergangenheit oder hauptsächlich in der Vergangenheit profitabel sein. Und das ist das berühmte Curve-Ding, was viele schwarze Schafe in dem Bereich halt betreiben. Damit generiert man unendlich schöne Performance-Kurven, aber reich wird im Endeffekt dann nur der Verkäufer und nicht Sie da draußen, sondern eher im Gegenteil. Letzter Punkt, das ist hier auf der Folie der drittletzte Punkt, sind die falschen Annahmen. Viele Backtests, die Sie online sehen, haben falsche Annahmen. Was meine ich mit falscher Annahmen? Mit falscher Annahmen meine ich, dass der Backtest durchgeführt wurde mit null Slippage, mit null Punkte Spread. Völlig fernab von der Realität. In der Realität am Markt haben wir haben immer wieder eine Slippage. Vielleicht ist sie mal positiv, mal negativ. Wir haben einen Spread am Markt, der in der Regel dynamisch ist. Der ist nicht immer gleich, er ist mal hoch, mal tief, je nachdem, wie die Orderbücher quasi gefüllt sind, je nachdem, was wir handeln. Wie sieht es in der Realität aus? Sie kaufen sich solch ein EA, getestet wurde er mit 0 Pips Spread, mit 0 Pips Slippage. Sie lassen ihn laufen und es funktioniert einfach nicht. Das ist einfach ein System, was extrem anfällig ist. Wenn Sie einen Broker finden, der keine Slippage realisiert, umsetzt, weiterleitet und der auch keinen Spread hat, gibt es nicht. Aber wenn Sie den finden würden, dann würde es wahrscheinlich klappen. Aber das bringt uns auch wieder nichts. Wir wollen ja am Markt unter realistischen Bedingungen mit dem Algo-Trading Geld verdienen und auch mit dem manuellen Trading natürlich. So, schauen wir uns doch mal die, wie haben Sie mal Ramsch EAs genannt an. Zu uns kam, ich schau mal kurz nach, wann es war, im Januar ein Kunde zu uns, zu AlgoCamp, hat sich extrem stark für das Thema automatisierter Handel interessiert, hat bei einem schwarzen Schafverkäufer ein Handelssystem verkauft und das war die Verkaufsgrafik auf der Webseite. Das heißt, klar, wir haben sie jetzt hier noch passend in Braun nachgemalt, aber das ist die Kurve, die ihm damals präsentiert wurde für ein profitables Handelssystem. Ich weiß gar nicht, was das kam. Ich glaube, um die 700, 800 Euro, ein richtiges Schnäppchen. War natürlich herabgesetzt anstatt 9.999 Euro. So die typischen Verkaufsmaschen wurden natürlich abgezogen in dem Bereich. So, Sie können sich ja selbst zu Hause die Frage stellen. Schauen Sie sich den Chart an. Sieht eigentlich von der Performance-Kurve ganz gut aus. Wir haben hier mit 1.000 Euro gestartet. Der EA läuft von 2016 bis heute. Das heißt, wir haben hier in gut 1,5 Jahren einen Gewinn erzielt von ca. 500 Euro. Wahrscheinlich lief das mit relativ geringem Volumen. Perfekt. Das sieht wunderbar aus. Wäre ich in dem Bereich neu, ich glaube, ich würde es mir auch kaufen. Es sieht ja auch gut aus. Vielleicht sieht die Webseite auch noch schön aus. Wieso sollte ich es nicht wagen? Ich kaufe es. Das hat ein Kunde von uns, bevor er Kunde wurde, auch gemacht. Der hat sich das gekauft. Ja. Was will ich Ihnen damit eigentlich sagen? Diese Verkaufsgrafik hier, die ist von 2016 bis heute, das heißt 1,5 Jahren, wo sie getestet. Wir haben den EA auch bekommen und wir haben den Backtest mal ausführlicher getestet und haben ihn von 2010 an bis heute durchgeführt. Wie sieht er dann aus von 2010 bis heute? Das ist er. Und das wurde dem Verkäufer im Vorfeld nicht präsentiert. Diese Grafik hat er niemals gesehen. Was sehen wir hier eigentlich? Wir sehen hier unten übrigens zum Verständnis sehen wir die Anzahl der Trades. Das heißt, wir haben hier bis ca. Trades 630. Das waren 4-5 Jahre lang, haben wir mit dem EA nichts verdient. Ja, im Gegenteil, wir haben hier einen leichten Verlust erzielt. Also nicht mal Kapitalerhalt war hier möglich. So, und erst dann, wenn die Verkaufsgrafik losging, ist das System profitabel gewesen. Was erkennen wir hieran? Unseriöser Verkäufer und extrem starkes Curve-Fitting. Das heißt, wahrscheinlich hat der Verkäufer sich einfach nur die Daten von 2016 angeschaut, also das Beispiel mit den Straßen, und hat bis heute durchgetestet, bis er ein optimales Ergebnis hat. So lange, bis es optimal ist. Wahrscheinlich hat er Sachen angepasst wie
Anstatt den 200er SMA nehme ich den 199er und anstatt den Stop-Loss von 50 Pips nehme ich einen von 48,54 Pips. Das ist Curve-Fitting und dann kommt sowas heraus. Was bringt uns das Ganze? Wir können es einfach nicht laufen lassen. Wir können damit kein Geld verdienen. Wir können es natürlich kaufen, aber im Endeffekt fahren wir damit einfach gegen die Wand und landen bei der großen Masse, die mit dem Algo-Trading nur schlechte Erfahrungen gemacht hat in dem Bereich. Deswegen, wir haben uns natürlich auch ein bisschen mit diesem einen Verkäufer auseinandergesetzt und wir wissen halt, worauf wir achten müssen und so ein paar Sachen hinterfragt. Wie zum Beispiel haben wir nachgefragt, wieso oder können wir mal den Backtest sehen von 2010 an bis heute? Die Reaktion war gar keine Reaktion. Wir haben gefragt nach einem Live-Konto, wo das System gehandelt wird. Die Reaktion war nein, die Antwort nein, wir haben zu viele Handelssysteme, wir können sie nicht live laufen lassen, das wäre zu viel Arbeit. Ja, natürlich, wenn ich zu viele profitable Systeme habe, dann lasse ich die nicht laufen, das ist ja viel zu viel Arbeit. Ich denke mal, da merken Sie schon, dass da irgendwas nicht stimmt dabei. Deswegen, wenn Sie irgendwo solche Systeme sehen, fragen Sie den Verkäufer ruhig. Das sagen wir unseren Interessenten auch immer. Fragt uns, was ihr wollt, so oft ihr wollt. Seid noch so detailliert und achtet darauf. Wir haben einige Beispiele, die finde ich ganz interessant in dem Bereich. Also einige Beispielkunden, die halt wirklich sämtliche Videos von uns durchgucken. Sie schauen bei Google Cache nach, wie sah unsere Webseite früher aus? Wo war die Performance? Ändern wir irgendwas daran? Haben wir irgendwo einen Fehler? Haben wir irgendwo mal was falsch getestet? Das ist sehr interessant. Und so läuft es wahrscheinlich auch, um einfach den profitablen Weg zu finden in dem Bereich, wenn man nicht auf die Nase fallen möchte. So, schauen wir uns das gleiche System, den sogenannten Ramsch-EA, nochmal an. Wir haben hier den Ramsch-EA von 2010 bis 2017 nochmal dargestellt, nochmal ein bisschen anders dargestellt. Das ist die blaue Linie und die graue Linie im Hintergrund, das ist der Kursverlauf vom Euro gegen den britischen Pfund. Was sehen wir hier? Wir sehen hier eigentlich eine starke Korrelation. Die Performance-Kurve, also die blaue Linie, die läuft am Anfang ziemlich parallel irgendwie zum Markt. Das heißt, der Markt fällt, wir verlieren Geld und wir verdienen nur etwas Geld, wenn der Markt auch steigt. Da müssen wir uns die erste Frage stellen, wieso brauche ich dann ein Handelssystem, wenn wir extrem stark mit dem Markt korrelieren? Dann kann ich mir auch einfach in diesem Fall den Euro-British-Pfund ins Depot holen und läuft einfach. Und dann habe ich vielleicht sogar mehr verdient oder habe nichts ausgegeben für das System. Was sehen wir hier noch? Wir sehen hier eine leicht rötliche, transparenten Bereich in der Mitte. Das ist der Stagnationszeitraum. Ich glaube, das kann man etwas schlecht oben lesen. Das sind 1400 Tage. Was heißt das? Das System hat 1400 Tage gebraucht, um das letzte Depot hoch, also den letzten Kontostand hoch, wieder zu erreichen. Das heißt, wir waren am Anfang der Linie etwas weit oben, also wir haben hier einen leichten Gewinn gemacht von 400 Euro und es hat 1400 Tage gebraucht, bis wir diese 400 Euro wieder auf dem Konto gehabt haben. Im Nachhinein sieht es natürlich einigermaßen okay aus und sagen, naja gut, es lief ja. Aber wenn Sie das live betreiben, wer sitzt schon 1400 Tage vor seinem Handelssystem und sagt, naja, das kommt noch, die Verkaufsgrafik, die sah gut aus, das kommt auf jeden Fall noch. Das wird keiner machen. Das merken wir auch wie in der Kundenarbeit. Die Geduld fehlt einfach bei vielen. Das ist auch verständlich. Man möchte nicht jahrelang davor sitzen und sagen, das kommt noch, keine Sorgen, ich packe nochmal 10.000 Euro auf, das geht schon. Das machen wir so nicht. Ansonsten sehen wir hier in der Grafik auch nochmal ganz klar das Curve-Fitting hinten, dass erst ab einem gewissen Zeitpunkt plötzlich das System ganz gut lief. Und das ist einfach, ja, erstmal, der Name passt einfach, Ramsch-EA, wie wir ihn liebevoll hier benennen. Ich gebe Ihnen noch ein weiteres Beispiel. Viele Handelssysteme, die Sie da draußen erwerben können, basieren auf das Martingale-Prinzip. Das Martingale-Prinzip, das kommt ursprünglich aus dem Casino, als es noch keine Tischlimits gab. Das heißt, wir setzen 1 Euro auf Rot, es kommt Schwarz. Wir setzen 2 Euro auf Rot, es kommt Schwarz. 4 Euro, danach 8 Euro, 16 Euro und immer so weiter. Funktioniert in der Theorie. Wenn wir unendlich viel Geld haben und wenn wir kein Tischlimit haben, dann werden wir damit reich.
In der Praxis kann es aber durchaus mal vorkommen, dass wir eine Phase haben von, ich weiß nicht, was die maximal längste gemessene Phase war, 50, 60, 70 Mal die gleiche Farbe ineinander haben. Und dann sind wir irgendwann bei Milliarden, die wir auf die gleiche Farbe setzen müssen, damit endlich mal die Gegenfarbe kommt. Und das haben wir im Trading auch sehr oft, auch bei den Handelssystemen. Da gibt es zum Beispiel auch kostenlose Varianten. Muss man sie auch nicht kaufen, um Geld zu verbrennen. Kostenlose Varianten, kostenpflichtige Varianten, die basieren einfach auf das Prinzip, wir kaufen den Euro-Dollar, er macht Verluste, wir kaufen ihn nochmal mit nochmal mehr Volumen. Es funktioniert auch immer für einen gewissen Zeitraum. Das sehen wir hier an einer Performance-Kurve auch. Es läuft ganz gut, wir haben zwischendurch mal starke Einreißer, die so ein bisschen das Konto herunterziehen, aber auch sofort wieder ausbessern. Das ist das berühmte Martingale-System. Wie endet das? Einen ganz kurzen Zeitraum läuft es. Je nachdem, es gibt unendlich viele verschiedene Varianten davon. Aber das klassische Martingale, so wie ich es gerade beschrieben habe, einfach mal das Volumen zu verdoppeln, bis ins Endliche, funktioniert nicht. Das Ende sieht in der Regel so aus. Es läuft noch ewig weit lang, super, und irgendwann haben wir dann schon 20, 30, 40 Mal das Volumen verdoppelt, also immer wieder das letzte Volumen verdoppelt. Und irgendwann gibt es dann den Punkt, wo wir einfach nicht mehr verdoppeln können, weil das Geld nicht mehr ausreicht. Und dann gibt es den berühmten Margin Call. Dann ruft die Margin an und sagt, jetzt ist vorbei, jetzt muss ich alle Positionen schließen. Im MetaTrader leuchtet es unten dann schon rot und dann ist es vorbei. Das ist das Martingale-Prinzip. Das wirkt so, als ob wir jetzt sagen können, okay, jetzt habe ich die Infos, ich weiß, ich frage ein bisschen hinterher. Die Grafiken kann ich vielleicht nicht vertrauen, wobei jetzt die nicht gefälscht waren, die sind schon realistisch. Das frage ich einfach ein bisschen weiter und vielleicht sage ich auch, hey, lieber Verkäufer, mach mir doch mal ein Video davon. Ich will mal sehen, wie du das backtestest und wie es auch funktioniert. Da zeige ich Ihnen gerne mal ein praktisches Beispiel. Wir gehen dafür mal auf meinen Rechner. Ich schließe mal ganz kurz die Präsentation dafür. So. Dann ist das kurz schwarz und geht gleich weiter. So, ich öffne mal den MetaTrader. Wir sehen jetzt hier keinen Chart drin, weil wir jetzt nicht auf die Charts schauen möchten. Das machen Sie ja wahrscheinlich schon parallel. Sondern wir haben hier den Backtester. Das heißt, wir führen einen Backtest durch im MetaTrader. Wir nennen ihn hier den tollen EL. Wir wenden ihn an auf den Euro-Dollar. Zeitraum von 2017 bis bis heute quasi auf Minute 1. Und ich lasse es jetzt live laufen. Das heißt, Sie können mitsehen. Ich muss sie etwas kleiner machen, damit ich auch alles sehe. So. Ja, einen Moment, da ist der Startknopf verschwunden. Ich mache das kurz nochmal auf. So. Dann muss ich kurz neu starten. Kleines verschwunden. So, haben wir den. Wir haben den MetaTrader. Ja, so, machen wir kurz auf, geht gleich weiter. So, irgendwie stimmt die Darstellung gerade nicht. Schauen wir mal kurz nach, ob wir das noch hinkriegen. So. Okay, irgendwie kann ich Ihnen das leider gerade nicht zeigen. Da fehlt der gute Knopf im MetaTrader 4. Schade, aber macht nichts weiter. Wir können es auch einfach so erklären. Ich hätte jetzt einen Backtest gestartet in dem Fall, wo wir die Performance-Kurve live sehen würden. Das heißt, Sie hätten jetzt gesehen, wie die Performance-Kurve wirklich steil nach oben gehen würde. Das heißt, sie wäre wirklich so, wie man sich das Ganze vorstellt. Ne? Unten angefangen bei 1.000 Euro und hätten innerhalb kürzester Zeit würde es hochlaufen. Da ist kein Martingale-Prinzip dahinter. Das wäre realistisch so. Wenn Interesse daran besteht, ich kann Ihnen gerne die Grafik nachträglich noch zusenden. Das ist nicht das Problem. Da möchte ich Ihnen die Info nicht vorenthalten. Wir hätten eine Kurve, die wäre ideal nach oben. Sie hätten es live mitverfolgt. Wir hätten uns die Trades angucken können. Das würde alles funktionieren. Kein Martingale-System, nicht, dass wir am Ende irgendwie dann extrem hohe Verlustpositionen haben. Das hätten wir in dem Fall gar nicht gehabt, sondern wir hätten eine profitable Kurve. So. Aber jetzt kommt's.
Wir haben eine profitable Kurve nur, weil es einen Fehler nicht in der Programmlogik, sondern im Backtester vom MetaTrader gibt. Alle Systeme, wir können es nicht sagen, der MetaTrader ist schuld, alle Systeme, die es draußen gibt, NinjaTrader, MetaTrader, alle haben kleine, gewisse, unschöne Fehler. Wenn wir sie nicht kennen, dann ist es fatal. Dann hätten wir jetzt dieses System gebacktestet, würden es laufen lassen, im Backtesten würde sagen, wow, super, ich mache alle Tests, ich mache es von 2000 an bis heute, die Performance ist super, aber sie nutzt einfach nur einen unschönen Fehler im MetaTrader aus. Was möchte ich Ihnen damit sagen oder sagen? Eigentlich ist die Kernaussage hier, dass es extrem schwer ist, gute Systeme von schlechten Systemen zu unterscheiden. Es ist nahezu nicht möglich als Neuling, fast nicht möglich. Man muss da so ein bisschen auf die Soft-Eigenschaften achten, zu denen wir ja nochmal kommen. Ich mache nochmal kurz die Präsentation wieder an. So, gleich sind wir da. Genau, die Kurve haben wir gesehen. Also, wir wissen jetzt, wie schlechte EAs aussehen. Die Frage ist natürlich, wie können wir auch als Nicht-Experte in dem Bereich erkennen, welche Systeme gut sind und welche Systeme nicht gut sind. Kurz der Abriss vorab. Wir haben für die einzelnen Punkte nochmal Unterfolien. Wir erkennen es am Firmensitz. Wo sitzen die Verkäufer? In Deutschland oder sitzen sie irgendwo im Ausland? Wenn sie im Ausland sitzen, wahrscheinlich nicht ohne Grund oder weil das Wetter so schön da ist. Backtest-Zeitraum, ganz wichtig, von wann wurde getestet? Jetzt, wie in diesem Beispiel, nur von 2016 bis heute? Oder wurde er wirklich von 2010 oder von 2000 an bis heute getestet? Verwendete historische Daten, das ist auch nochmal ein Unterpunkt, der heute nochmal kommt. Wie sauber sind eigentlich die Daten gewesen? Sind die fehlerhaft? Ein oft unterschätztes Thema auch in dem Bereich. Martin Gell, hatten wir schon. Steile Kurven sollten Sie auch immer gleich warnen. Ja. Es gibt leider nicht diese Kurve. Okay, ich weiß, ein, zwei Leute da draußen, die werden mich nachher noch ansprechen und sagen, das gibt's aber, das habe ich aber. Mag ja sein, aber in der Regel werden Sie draußen kein System finden mit solch einer gemalten Kurve. Es gibt immer Verlustphasen. Natürlich, wenn man es professionell ausbaut und ein Strategieportfolio hat, dann kommt man in diese Phase. Das ist aber Thema morgen, Strategieportfolio, wie Sie sich das aufbauen. Aber eine zu steile Kurve, aufpassen. Nochmal hinterfragen. Support, ganz wichtig. Was ist, wenn Sie Probleme haben? Sie sind wahrscheinlich nicht der Experte, extreme IT-Experte. Muss auch nicht jeder sein. Jeder soll das machen, was er kann und worauf er Lust hat. Aber wenn da Probleme sind, dann müssen Sie jemanden auch erreichen können. Klären Sie das im Vorfeld ab. Was ist, wenn Sie Probleme haben? Bekommen Sie Hilfe? Wie sieht die Hilfe aus? Antwortet da jemand einmal im Monat? Oder was ist da los? Nacharbeit und Pflege, da kommen wir, glaube ich, auch nochmal später zu. Ich gucke mal kurz nach, ob wir das nochmal haben. Nacharbeit und Pflege. Jetzt haben wir gar nicht extra. Was passiert eigentlich nach dem Kauf? Sie bekommen ein Handelssystem. Ist es ein Stein gemeißelt für die nächsten 100 Jahre? Oder wird hier noch nachgearbeitet? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Vielleicht habe ich nicht genau nachgeguckt, aber die Nacharbeit ist extrem wichtig, denn Sie kaufen sich ja auch nicht ein Betriebssystem oder ein Smartphone, Tablet und daten es nie ab. Es muss immer Updates geben. Es gibt immer wieder, die Welt ändert sich so sehr technisch gesehen. Ja, es kann sein, dass der MetaTrader von heute auf morgen eine Neuerung herausbringt, die so gut ist technisch, dass wir sie unbedingt umsetzen müssen, weil wir dann noch schneller traden können. Ne? Vielleicht gab es irgendwie ein kleines Delay, das ist jetzt behoben. Davon sollte doch jeder profitieren können. Da sollte es ein Update geben für die Systeme. Und das ist ein Punkt, worauf Sie einfach achten müssen. Oder was passiert mit der Strategie? Sitzt dahinter jemand, der sich mit der Strategie beschäftigt, sie optimiert, anpasst, prüft, was gerade aktuell ist, ob es da Optimierungsmöglichkeiten gibt oder nicht. Live-Handel, ganz wichtig. Wenn der Verkäufer die Systeme nicht auch im Live-Handel betreibt, dann wäre ich erstmal etwas skeptisch. Wenn das System noch so gut ist, wieso läuft es nicht im Live-Modus? Das ist auch ein Thema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. All unsere Systeme, die wir bei Algocamp verkaufen, die laufen auch auf einem Live-Grund. Und das werde ich Ihnen gleich auch nochmal zeigen. Robustheit, da kommen wir auch nochmal später zu. Erstmal so der große Überblick, worauf Sie achten müssen, um gute EAs zu erkennen in dem Bereich. Historische Daten. Es klingt eigentlich ziemlich langweilig, historische Daten. Man lädt sich die irgendwo bei Yahoo Finance, Google Finance herunter oder findet sie irgendwo anders im Netz, packt sie in die Backtest-Software oder in die Trading-Software und los geht's.
Ja, klingt natürlich so einfach, aber in den historischen Daten steckt unheimlich viel Potenzial. So viel Potenzial, dass wir auch schon ein Webinar zu dem Thema gehalten haben, gemeinsam mit FXBlad. Das Webinar können Sie auch bei YouTube noch nachträglich ansehen, auf dem Kanal von FXBlad oder einfach auf die Seite gehen von algocamp.de oder FXBlad. Da ist es auch verlinkt. Kurz hier der Abriss dazu. Historische Daten, gute historische Daten gibt es eigentlich nicht umsonst. Historische Daten können Sie auch nicht selbst zu Hause mitloggen. Das klingt so einfach. Das habe ich natürlich früher auch probiert, weil ich dachte, naja, ich muss auch keine 100.000 Euro ausgeben für historische Daten. Die kann ich einfach selbst mitloggen, wenn mein Computer an ist. Wie sieht die Realität aus? Wenn wir historische Daten selbst mitloggen wollen, dann brauchen wir zwei Internetverbindungen. Wir brauchen zwei Rechner, wir brauchen zwei Stromversorgung, idealerweise zwei Datenbanken. Es muss alles redundant sein. Denn was passiert, wenn plötzlich zu Hause der Strom ausfällt? Oder die Internetleitung kurz ausfällt, jemand den Stecker zieht, was auch immer. Es gibt zu Hause in dem, ja, ich sag's einfach, Amateurumfeld, gibt es in der Regel nicht solch eine Hardware. Wir haben nichts redundant. Wie sollen wir das auch bezahlen? Deswegen können wir nicht der Meinung sein, dass wir zu Hause selbst die Daten mitloggen. Da passiert viel zu viel. Wir haben irgendwann Daten, die sind lückenhaft. DSL-Zwangstrennung. Jede Internetverbindung von Ihnen zu Hause, die trennt sich alle 24 Stunden. Dann hätten wir einen Cut. Wir haben vielleicht zwischendurch ein Delay. Der Broker hat vielleicht Probleme. Es gibt zu viele Stellen, wo Sie Lücken drin haben. Und in den meisten kostenlosen Daten, die Sie im Internet finden, haben Sie das Problem auch. Sie haben dort Lücken, auch bei größeren Anbietern. Deswegen schauen Sie sich die historischen Daten ganz genau an, wenn Sie einen Backtest durchführen. In der Regel ist es so, bleiben wir bei Aktien. Bei Aktien finden wir natürlich Tagesdaten ganz oft kostenlos im Netz, einfach als CSV-Datei herunterzuladen. Aber schauen Sie sich die dann mal ganz genau an. Wir haben uns das auch schon angetan und die Daten mal angesehen. Und wir können einfach sagen, die kostenlosen Quellen, die können wir mit unseren Ansprüchen nicht nutzen. Weil, was passiert in den Daten? Es fehlen zum Beispiel bei Aktien Splits. Das heißt, die Aktien werden irgendwann gesplittet, 1 zu 2. Der Kurs halbiert sich. Wir haben, wenn wir eine Aktie haben, mit zwei Aktien. Aber das ist nicht vermerkt in den historischen Daten. Das heißt, eine Aktie von $50 wird gesplittet, 1 zu 2. Wir haben jetzt zwei. Der Kurs liegt bei 25, die Hälfte. Aber das ist nicht vermerkt in den historischen Daten. Was passiert dann? Wir gehen im Backtest vielleicht short bei 50 und stellen bei 25 glatt und sagen, wow, super, $25 oder Euro mit einer Aktie gemacht. Das geht so nicht. Denn da bemerkt man die unsauberen historischen Daten im Live-Trading spätestens dann. Oder halt im Backtest, wenn man ganz genau hinsieht. Das gleiche ist auch mit der Dividendenzahlung. Dividende wird gezahlt. Da müssen wir das in den historischen Daten vermerkt haben. Entweder ziehen wir das einmal komplett durch als adjustierte Daten oder wir haben eine zweite Tabelle, wo das hinterlegt ist. Klingt auch im ersten Moment, naja, dann verzichten wir halt auf die Dividende, brauche ich doch nicht. Wenn wir aber mit hoher Size handeln und im Backtest irgendwo short gehen, am nächsten Tag eröffnet der Markt mit $2 Verlust oder Overnight Gap und wir realisieren einen Gewinn. Wir denken, die Aktie ist von 50 auf 48 gefallen. Was ist eigentlich passiert? Eigentlich ist passiert, wir haben eine Dividendenzahlung von $2 gehabt. Das heißt, so ist die Theorie, $2 werden aus dem Kurs herausgerechnet und dafür bekommt jeder, der die Aktie hat, $2 auf dem Konto. Jeder, der die Aktie short ist, bekommt diese $2 nicht, muss aber $2 zahlen. Das heißt, wir lügen uns hier in diesem Fall einen profitablen Short-Spread in die Tasche. $2 klingt nicht viel, aber wenn wir hier im kurzfristigen oder mittelfristigen Bereich unterwegs sind, dann macht das viel aus. Wenn wir dann noch ein hohes Volumen haben, vielleicht im Daytrading, dass wir auch Positionen über Nacht halten, dann ist das einfach zu auffällig. Was passiert am Ende? Am Ende haben wir einen Backtest ohne Aussagekraft. Ja. Einen Backtest führen wir ja nur aus einem Grund durch. Wir wollen wissen, ob das, was wir tun, profitabel ist und wir wollen Risikoparameter wissen. Das heißt, wir wollen sehen, auf was lasse ich mich ein? Wie hoch ist der Drawdown? Wie viele Trades werden am Tag durchgeführt? Wie hoch ist die Rendite? Und das alles wissen wir nur, wenn wir einen historischen Backtest durchgeführt haben. Und wenn wir einen historischen Backtest durchführen mit schlechten Daten, dann können wir gleich würfeln. Dann können wir es auch gleich sein lassen. Wir können maximal mit der Performance-Kurve noch ein schönes Bild ausdrucken, es einrahmen und uns darüber freuen. Und das vielleicht irgendwo posten und anderen zeigen. Aber Geld verdienen tun wir damit halt leider nicht. Die Robustheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Das geht so ein bisschen in den Bereich von mit der Straße vorhin, mit dem Beispiel. Nehmen wir an, wir haben ein profitables System. Und zwar lautet das, oder die Einstiegsregeln lauten, ich gehe long, wenn der Kurs über dem 20er SMA geht, und ich gehe short, wenn der Kurs unter dem 20er SMA ist. Ein einfaches, nicht profitables Beispiel. Aber wir sagen einfach mal, es ist hier in dem Beispiel profitabel. So. Sieht gut aus, wir haben einen Backtest mit sauberen Daten von 2000 an bis heute, vielleicht 15 Minuten Candles, soweit alles schön. Und dann können wir es natürlich live laufen lassen. Eigentlich spricht doch nichts dagegen, aber da spricht was ganz Großes dagegen. Und zwar müssen wir einen Robustheitstest durchführen. Was heißt das? Wir müssen jetzt nicht irgendwie das Notebook gegen die Wand schlagen und gucken, ob es noch handelt. Das können wir natürlich auch machen, aber das ist jetzt nicht gemeint. Gemeint ist damit, wir müssen alle Parameter, die wir haben, stückchenweise anpassen. Das heißt, wenn wir den 20er SMA jetzt auf 21er SMA stellen und das System ist nicht mehr profitabel, sondern unprofitabel und verliert nur noch Geld, dann geht bei uns eine ganz große rote Leuchte an. Was heißt es denn? Es heißt, das System ist so empfindlich, was Einstellungen angeht. Natürlich könnte man jetzt sagen, wieso soll ich das jetzt irgendwie anpassen auf 20, auf 21 SMA? Ich will doch 20 SMA handeln. Oder wieso? Ich will doch 200 SMA handeln und nicht den 201er SMA. Wieso sollte ich das anpassen? Ja, wir wollen es natürlich nicht anpassen, aber ein Backtest ist immer noch die große Theorie. Das heißt, wir testen etwas in der Theorie und in der Theorie ist alles ziemlich friedlich und schön, so wie wir es uns vorstellen. Später am Markt, wenn wir das System handeln mit dem 20er SMA, der ja profitabel ist, der 21er nicht und der 19er auch nicht, dann werden wir nie genau die gleichen Bedingungen haben wie im Backtest. Wir haben mal höhere Slippage. Der Broker schickt die Kurse vielleicht mal etwas später. Unsere Internetleitung ist mal etwas später. Was dann dafür sorgt, dass die Candles nicht mehr genau so aussehen wie im Backtest. Das heißt, vielleicht haben wir um 21 Uhr 19 und 59 Sekunden an der Börse noch einen Umsatz, aber bei uns kommt der Kurs erst 2 Sekunden später an. Das heißt, bei uns kommt er in die neue Candle rein. Was heißt das? Wir haben einen anderen SMA als in der Theorie. Die Unterschiede sind nicht groß, aber die Unterschiede von 20 auf 21 SMA sind ja eigentlich auch nicht groß, aber sie machen halt viel aus. Und das ist der Robustheitstest. Das heißt, wenn Sie ein Handelssystem haben, sei es manuell oder automatisiert, dann müssen Sie alle Parameter stückchenweise anpassen. Sie haben einen Stop-Loss von 50 Pips. Passen Sie es an auf 49, 48 und so weiter. Und das heißt nicht, dass Sie es jetzt auf 20 anpassen und das System muss immer noch profitabel sein. Das nicht. Es muss aber nicht sofort unprofitabel werden. Wir zum Beispiel bei AlgoCamp haben Ansprüche an uns selbst, dass wir sagen, wir testen das bis zum Extrem. Wir passen die Parameter standardmäßig so bis um die 25% an. Das heißt, ein 100er SMA schieben wir noch auf 125er SMA, um einfach zu sehen, wie weit es läuft. Es muss mit 100, es muss mit 110, es muss auch mit 105 noch profitabel sein. Es darf nicht extrem unprofitabel sein. Wenn wir irgendwann sind bei 150 oder es auf 200 darstellen, klar, dann haben wir es irgendwann nicht mehr profitabel. Das ist auch ein bisschen zu weit entfernt. Und das müssen wir mit allen Parametern machen. Mit Parametern für die Indikatoren, mit dem Stop-Loss, Take-Profit, mit Uhrzeiten. Alles so Kleinigkeiten, die wir anpassen müssen. Und wenn wir trotz den Einstellungen noch profitabel sind oder einigermaßen profitabel sind, dann können wir sagen, wir haben ein robustes Handelssystem. Und was können wir mit einem robusten Handelssystem machen? Es ist langlebiger. Das heißt, wir sind nicht so abhängig von Marktphasen oder von Marktänderungen. Und wenn wir jetzt plötzlich eine höhere Volatilität im Markt haben, irgendwas passiert da draußen. Es kommen noch mehr Trader. Ja? Ganz Deutschland tradet jetzt, alle handeln das doppelte Volumen, es passiert irgendwann. Dann stehen wir nicht sofort ohne Strategie da, sondern das System ist halt robust, das sagt der Name schon. Es kann da etwas kommen, der Broker kann vielleicht ein bisschen rumspinnen, uns ärgern. Unsere Internetverbindung kann schlechter werden oder besser werden. Das interessiert uns nicht. Wir sind gut aufgestellt und bereit für das harte Trading da draußen. So, was es natürlich gibt, es gibt immer Abweichungen, das ist klar. Ne? Wir haben, wenn wir einen Backtest 10% im Jahr haben, kann es natürlich sein, dass wir im Live-Trading nicht immer 10,00% haben, sondern auch mal 8%, mal 9%. Kleine, minimale Abweichungen gibt es schon. Aber gravierende sollten wir jetzt nicht haben.
Der Backtest-Zeitraum. Auch ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten es ja vorhin so kurz angeschnitten in dem Bereich. Der Ramsch-EA-Verkäufer, wie wir es liebevoll genannt haben, der hat die Tests ja von 2016 durchgeführt bis heute. Das heißt, circa eineinhalb Jahre. Hat uns nichts gebracht, das wissen wir. Und wir müssen halt darauf achten, dass wir im Backtest-Zeitraum, wenn wir selbst ein System entwickeln, langfristig durchziehen oder wenn wir ein System erwerben oder irgendwo kostenlos herunterladen. Gut, wenn wir es kostenlos herunterladen, haben wir natürlich nicht allzu viele Ansprüche, aber wenn wir es kaufen, sollten wir darauf achten. Von wann ist der Backtest? Ne? Wir können nicht pauschal sagen, jeder Backtest sollte immer von 2010 an sein oder von 2000 an oder von 1990. Das können wir pauschal nicht sagen. Das ist ein bisschen abhängig von den vom Timeframe, wo wir unterwegs sind. Das heißt, wenn wir eine Strategie haben, die auf Tagescanels unterwegs ist, dann bringt es uns nicht so viel, wenn wir von 2016 angetestet haben. Dann haben wir da vielleicht 500 Candles gehabt. Wochenende ist ja auch noch da. Haben wir vielleicht 300 Tage gehabt, die wir getestet haben. Das ist nicht viel. Wenn wir eine Strategie haben, die auf Tick-Basis unterwegs ist, dann können wir schon sagen, ja okay, von 2016 ist schon mal ein Zeitraum. Ne? Wir bei Algocamp haben da auch unsere eigenen Ansprüche. Wir sagen halt, wir müssen mindestens von 2010 an bis heute testen. Ne? Also mindestens 6,5, 7 Jahre durchtesten und das ist so das Minimum. Wir gehen bei vielen Systemen auch schon noch weiter zurück von 2000 und testen es da an. Das heißt, 16,5, ca. 17 Jahre, die wir da testen. Das heißt, wenn Sie irgendwo einen EA sehen, ganz wichtig, achten Sie auf die Performance-Daten. Das heißt, bei Minute 1, bei Stunden-Candles, da sollte schon wirklich 2010 mindestens drin sein. Wieso ist das so relevant? Wir haben einfach Ereignisse am Markt. Das merken wir auch in der Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltungen oder mit Family Offices. Die haben einfach Ansprüche. Da kann man nicht ankommen mit einem System von 2016 an bis heute, weil da einfach Ereignisse fehlen. Das heißt, wir haben keine Ereignisse wie Fukushima, keine Immobilienblase, Finanzkrise und so weiter. Das alles müssen wir mit im Backtest durchführen. Das haben wir von 2006 an bis heute nicht. Da haben wir kleinere, schlimmere Ereignisse in der Welt, aber nicht die großen. Und interessant ist es doch zu wissen, wie reagiert unser System bei großen Ereignissen. Ne? Platzt es da plötzlich, geht es plötzlich, fällt es sofort ineinander zusammen, ist das ganze Geld über Nacht weg oder wie robust ist das System in dem Bereich? Deswegen, natürlich kann man sagen, so weit wie möglich testen, aber es sollte auch noch passen. Das heißt jetzt eine Strategie auf Tick-Basis, die muss ich nicht zwingend von 1990 bis heute testen, weil die Trades auf Tick-Basis von 1995, die interessieren uns heute nicht mehr. Das heißt, je älter die Trades sind oder je älter die Kurse sind, desto unrelevanter ist es. Es geht hier aber viel mehr darum, ein gewisses Risikoprofil zu erkennen, zu kreieren und zu wissen, wie agiert das System. Muss ich jetzt Angst haben, dass der nächste Reaktor hochgeht oder das nächste schlimme Ereignis passiert? Oder weiß ich, naja, das System macht dann ein paar Verluste, aber ich werde schon überleben und danach geht es halt weiter, finanziell gesehen vom Handelssystem. Das ist der Backtest-Zeitraum. So, wir haben jetzt nochmal, gehen wir mal weg von dem Ramsch-EA, kommen wir mal zu einem interessanteren, zu den guten Systemen. Wir haben ja eine Beispielsperformance von unserem Handelssystem mit dem liebevollen Namen Moneymaker. Ich denke mal, Sie sehen schon bei den Handelssystemnamen, da sind wir mal sehr kreativ. Moneymaker ist ein Handelssystem von uns für den MetaTrader 4. Den gibt es zu erwerben auf unserer Seite, algocamp.de. Und hier haben wir eine Performance von 2010 an bis 2017. Wir sehen ja schon mal die Unterschiede, weil wir nochmal zurückdenken an die Performance-Kurven von davor. Die waren nur von 2016 an bis heute. Die waren irgendwie zu gut, wenn wir an die Martingale-Systeme denken. So kann ein System aussehen, das wirklich gut ist, das robust getestet wurde. Das heißt, wir haben hier ein System, das handelt den Euro-Dollar auf Stundenbasis im MetaTrader 4. Backtest geht von 2010 an bis heute. Wir können das System auch von 2000 an bis heute testen. Es sieht ähnlich aus. Das ist ganz wichtig. Also hier haben wir quasi alles umgesetzt, was wir bisher schon erwähnt hatten in den Folien davor. Das heißt Robustheitstest, das heißt saubere historische Daten. Wir haben das System live natürlich gehandelt und verglichen. Es ist live so wie im Backtest. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir live short sind und im Backtest long gehen, dann kann ich den Backtest genauso gut einrahmen und nichts mit anfangen. Das ist ganz wichtig. Und das ist ein Beispiel EA. Ich zeige Ihnen noch mal kurz auf der Webseite.
Noch ein paar weitere Informationen dazu können Sie sich ja auch danach noch mal, da geht's los, können Sie sich auch danach noch mal in Ruhe ansehen. Ich gehe mal kurz auf algo-camp.de. Da oben können wir auf Produkte klicken, gehen dann auf Handelssysteme und sehen hier den Moneymaker. Lädt einen Moment. Oder auch 2 Momente, da sind wir auch schon. Da gibt es die Informationen, die ein Handelssystemanbieter Ihnen auf jeden Fall zur Verfügung stellen sollte. Das heißt, wir haben hier heruntergebrochen die einzelnen Jahre. Wie lief es da? Wir sind auch vor kurzem umgestiegen, dass wir die ganzen Angaben in Pips gestalten. Das heißt, es gibt zu viele Spielereien. Und wir können natürlich ganz reißerisch sein und sagen, naja, wir handeln jetzt hier mit 10 Lots und wir sagen dann 2016, da haben wir hier mit nur ganz wenig Geld 200.000 Euro verdient. Das ist unseriös, das können gerne andere machen. Wir haben uns dazu entschieden, die Angaben mit PIP zu machen. Und damit das Verständnis auch einfacher ist, haben wir auch noch eine zweite Spalte eingefügt, wo das Ganze mit einem Beispiel-Trade von einem Lot ist. Das heißt, wir sehen ja hier die einzelnen Jahre. Da ist auch die Performance von 2000 an in der ersten Tabelle von 2000 bis 2008, in der zweiten von 2000 9 bis zum 14.07., also recht aktuell. Wir aktualisieren das auch immer alle paar Monate in den Tabellen und da sehen wir halt zum einen die Angaben in Pips, wie lief es in Pips und wir sehen hier oben die Angaben dann mit einer Beispielrechnung von 0,1 Lot. Einfach nur aus dem Grund, weil gerade die Anfänger in dem Bereich, die haben noch nicht genau das Verständnis, wie man das umrechnet. Pips in Euros, in Dollar, ist nicht so einfach, weil man da noch nicht allzu viel unterwegs war. Und auch ganz wichtig, wir haben hier noch die Kennzahlen. Ganz wichtiger Punkt. Gewinne wollen wir alle sehen, wir wollen ja alle eine Performance-Kurve sehen. Wichtig ist es aber, auch die Kennzahlen zu sehen. Das heißt, wie hoch ist der maximale Drawdown? Was muss ich ertragen können? Oder in Zukunft können wir natürlich nicht blicken, wir können nur in die Vergangenheit blicken und zusehen, dass wir ein System erschaffen, was auch in der Zukunft läuft. Und wir haben hier in diesem Fall beispielsweise einen maximalen Drawdown von 419 Pips. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch in der Zukunft mindestens oder maximal, minimal maximalen Drawdown erreichen, überleben müssen und aushalten müssen von 419 Pips. Das ist eine ganz wichtige Kennzahl, die viele Verkäufer einfach gar nicht erwähnen. Ich muss doch wissen, wie viel Geld brauche ich eigentlich, wenn ich weiß, ich habe 1000 Euro zur Verfügung und ich habe einen maximalen Drawdown von 419 Pips. Dann kann ich das ja hochrechnen. Mit 0,1 Lot würde das bedeuten, ich verliere ca. 420, 430 Euro maximal. Dann weiß ich, okay, mit 1000 Euro auf dem Konto trade ich mit 0,1 Lot, einen Lot und es geht finanziell. Ich kann auch noch den Drawdown überschreiten. Das heißt ja nicht, dass der Drawdown immer so bleiben wird. Das ist ja die Vergangenheit, aber wir können die Vergangenheit etwas auf die Zukunft anwenden, da der Backtest-Zeitraum ja auch sehr, sehr groß war. Wir sehen hier, wie groß ist der maximale Verlust, wie groß ist der maximale Gewinn, der Durchschnittsgewinn, der Profitfaktor, die durchschnittliche Rendite im Jahr. Das alles sind Kennzahlen, die benötigen Sie einfach, um mit einem System anfangen zu können. Sie müssen es ja wissen. Stellen Sie sich vor, Sie haben das System jetzt gekauft, hätten diese Angaben nicht, er macht 2 Verluste, Sie haben 200 Euro verloren und Sie wissen gar nicht, wo stehen Sie jetzt. Ist das normal? Soll ich es ausmachen? Ist das jeden Tag so? Das ist sehr schwer ohne diese Kennzahlen. Genau, ansonsten, wir sind ja wirklich sehr transparent in dem Bereich. Sie können sich hier auch das komplette Statement herunterladen von dem Backtest. Einfach die E-Mail-Adresse eintragen, Nachname, und dann bekommen Sie innerhalb ein paar Minuten das Statement aus dem MetaTrader 5. Da sehen Sie jede einzelne Order, jeden einzelnen Trade. Datum mit Sekundenangabe und können es auch nachvollziehen. Sie können sich auch den Spaß machen, suchen sich die historischen Daten raus und testen einfach mal nach, ob das wirklich so ist oder ob wir da irgendwo was hingelogen haben. Genau, das so als Beispiel, wie eigentlich eine Seite aussehen sollte von den Informationen her. Wenn da noch Fragen dazu sind, erreichen Sie uns wie gewohnt per E-Mail. Per Telefon, nutzen den Rückrufservice. Wir sind da wirklich transparent, wenn Sie irgendwas wissen wollen von dem System. Gut, ich wechsle wieder zurück in die Präsentation. Gleich sehen wir auch wieder was. Den hatten wir. Jetzt machen wir mal den Vergleich. Wir haben hier verschiedene Linien. Wir haben einmal die untere blaue Linie. Das ist der lieb genannte Ramschi A. Wir haben die
rote Linie. Die rote Linie, das ist unser Moneymaker, das System, was wir gerade gezeigt haben. Das Ganze läuft von 2010 an bis heute und wir sehen hier, ja, was sehen wir hier eigentlich? Im Hintergrund noch den grauen Euro-Britisch-Pfund. Das ist einfach so, um einen Bezug zu haben zu dem Markt. Wie hat das System performt, unter welchen Bedingungen? Und wir sehen hier das, was wir die ganze Zeit schon erwähnt haben. Von 2000 bis 2014 an war der liebe Ramsch EA negativ oder er hat nichts verdient, er ist auf der Stelle getreten und erst ab 2015 an hat er angefangen, Geld zu verdienen, mal kurz, für ein, zwei Jahre. Was sehen wir bei uns? Bei dem Moneymaker, die rote Linie, es ist völlig egal, wie der Markt sich bewegt, ob er extrem volatil ist, ob da nichts passiert, ob er steigt, ob er fällt. Er verdient Geld oder er verliert wenig Geld. Das sieht man an der roten Performance-Kurve. Sieht einfach gesund aus. Wenn wir uns mal schauen, Anfang des Jahres, Ende des Jahres, Anfang, Ende, es muss immer eine kleine Steigerung da sein. Natürlich kann es auch vorkommen, dass wir auch Jahre haben, wo wir nichts verlieren. Das ist natürlich völlig normal. Aber wir können halt im Live-Modus solche Systeme wie da unten die blaue Linie nicht ertragen. Wir können nicht 4 Jahre ein System laufen lassen. Wer weiß, was in 4 Jahren aktuell ist. Vielleicht traden wir in 4 Jahren alles schon über unsere moderne Brille oder was auch immer. Das geht einfach so nicht. So, gehen wir weiter. Punkte, auf die Sie noch achten müssen. Ich hatte es am Anfang ganz kurz erwähnt. Dafür stehen wir bei AlgoCamp auch eigentlich so als Vorzeigebeispiel, wie ich finde. Wie ist die Erreichbarkeit? Oder prinzipiell, bevor wir auf die Themen eingehen. Wir haben ja jetzt soweit, glaube ich, schon verstanden oder mitbekommen, dass wir gute Handelssysteme eigentlich können wir sie nicht erkennen, wenn wir nur die Performance-Kurve ansehen. Selbst wenn wir die Performance-Kurve ansehen und noch ein Video von dem Backtest ansehen, wir haben da irgendwie Probleme. Wir können das nicht ganz nachvollziehen. Deswegen mein Tipp auch dazu ist, nachdem Sie nach historischen Daten, Backtests gefragt haben, nach einem Live-Konto und so weiter, achten Sie so ein bisschen auf die Nebenbedingungen. Das heißt, wie ist die Erreichbarkeit? Wenn ich jemanden anschreibe oder anrufe, antwortet er mir überhaupt oder antwortet er in einer entsprechenden Zeit, 2, 3 Tagen? Oder muss ich da 4 Wochen warten, bis mal jemand antwortet mit einem Einzeiler? Sprechen die Mitarbeiter Deutsch? Gerade im Trading-Bereich oder gerade die deutschen Trader, die mögen es einfach, einen deutschen Ansprechpartner zu haben. Viele sind ja auch, haben einfach das Englisch nie gelernt in der Schule. Es ist ja nichts Schlimmes. Aber wir sollten auf jeden Fall jemanden haben, den wir verstehen und mit dem wir reden können. Deswegen ein weiterer Punkt, achten Sie doch darauf, wenn ein Verkäufer im deutschen Bereich Werbung betreibt für seine Handelssysteme, spricht er unsere Sprache oder sitzt er nur im Ausland und hat irgendwelche angelernten Mitarbeiter da. Privatperson versus Unternehmen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Es ist schwer, Systeme von Privatpersonen zu kaufen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Da hat natürlich jeder eine andere Meinung dazu. Aber es ist empfehlenswerter, ein System von einem Unternehmen zu kaufen. Wieso? Es ist einfach professionell aufgebaut im gesamten Spektrum. Das heißt, Sie kaufen ein Handelssystem von einer Privatperson. Was haben Sie dann für ein Problem? Die Privatperson ist im Urlaub, sie ist krank, sie hat keine Lust mehr darauf, sie ist einfach nicht zu erreichen. Dann haben Sie da zu Hause erstmal Probleme. Sie müssen das System ausmachen und wissen nicht, naja, was mache ich jetzt? Soll ich das laufen lassen oder ich habe ein Problem damit? Keiner hilft mir, weil jemand im Urlaub ist. Und das haben wir in der professionellen Umgebung natürlich nicht. Wenn Sie zu Ihrer Bank gehen und sagen, ich habe meine Telefonnummer nicht mehr, ich brauche eine neue, um meine SMS dann zu erreichen, dann wird keiner zu Ihnen sagen, na, müssen jetzt 3 Wochen warten, der Mitarbeiter ist im Urlaub. Das ist so nicht. Und das Ganze wollen wir im Algo-Trading natürlich auch nicht haben. Und wenn wir ein System von einem Unternehmen kaufen, wie zum Beispiel AlgoCamp, dann haben wir halt den Vorteil, dass wir immer jemanden zu erreichen haben. Das heißt natürlich nicht instant am Telefon, das heißt, wir müssen nicht anrufen und sofort muss da jemand da sein und ihnen helfen und ihnen alles erklären, sondern sie brauchen einfach immer jemanden, der zeitnah antwortet, der erreichbar ist. Und das haben sie bei Privatpersonen einfach nicht. Es kann natürlich auch sein, dass die Privatperson krank ist. Es kann auch sein, dass ein Mitarbeiter im Unternehmen krank ist. Aber dafür gibt es dann noch andere Mitarbeiter, die halt das Ganze ersetzen und wenigstens den Notfallbetrieb zum Beispiel aufrechterhalten dann in dem Bereich. Nacharbeit und Updates hatte ich ja zwischendurch kurz in der Übersicht angezeigt. Nichts ist in Stein gemeißelt und das sollte ein Handelssystem auch nicht sein. Dafür ist der Bereich einfach zu modern. Prinzipiell das Technische ist einfach zu modern, um da jetzt zu sagen, nee, Updates brauchen wir nicht, das läuft jetzt ein Leben lang. Das
wäre natürlich schön, aber achten Sie darauf, dass der Handelssystemverkäufer auch Updates anbietet, optional. Achso, bevor wir natürlich zurückgehen, Live-Trading hatte ich ja zwischendurch schon gesagt, die Systeme müssen unbedingt live laufen. Also es gibt eigentlich keine Ausrede, um zu sagen, ich habe zu viele Handelssysteme oder nee, das verdient zu viel Geld, mein Konto ist immer voll. Handelssystemverkäufer sollten das auch live laufen lassen. So, was benötigen wir eigentlich alles fürs Algo-Trading? Wir haben heute das Ziel, dass wir heute alle nach Hause gehen und die Infos haben, die sie benötigen, um ja, von mir aus sofort oder innerhalb der nächsten Stunden, Tage auch mit dem Algo-Trading anzufangen, wenn es für Sie interessant ist. Was brauchen Sie dafür? Sie brauchen vier Dinge. Zwei Dinge können Sie bei uns erwerben oder da können wir Ihnen helfen. Bei einem Ding, bei einem Punkt haben wir den passenden Partner an der Seite und beim vierten Punkt, da müssen Sie leider selbst dran. Das heißt, Sie brauchen ein Handelssystem, das würden Sie bei uns bekommen. Sie brauchen einen Trading-Server, den würden Sie auch bekommen. Sie brauchen einen fairen Broker oder einen modernen Broker, den hätten Sie mit FXBet und oder CapTrader, je nachdem, was für ein Handelssystem Sie laufen lassen möchten. Und Sie benötigen das richtige Mindset. Das können wir nicht verkaufen, das müssen Sie sich selbst erarbeiten, aber da kommen wir später auch nochmal drauf zu, wie genau und was das eigentlich bedeutet. Dann kommen wir zu der schönen, schicken Starterbox, die AlgoCamp Algo Trading Starterbox. Die haben wir vor ein paar Monaten kreiert, weil wir immer mehr gemerkt haben, dass in dem Bereich ziemlich viele Neulinge sind, die einfach eine geringe Einstiegshürde brauchen, um auch nicht allzu viel Geld für ein System auszugeben. Und wenn man noch nicht so vertraut ist oder fit ist in dem Thema, möchte man natürlich nicht sofort 1.000 Euro ausgeben, sondern möchte vielleicht erstmal klein anfangen. Und die AlgoCamp Algo Trading Starterbox, die beinhaltet alle die vier Punkte oder drei Punkte, das Mindset, das können wir nicht verkaufen, also ihre Einstellung zum Trading, sondern wir haben hier ein Handelssystem, einen Trading-Server und auch noch eine Anleitung und einen Indikator, also vier Punkte mit in einer Starterbox. Die kostet derzeit 179 Euro, einmalig. Sie haben da den Trading-Server zwei Monate mit bei. Das heißt, der kleinste Trading-Server, der kostet eigentlich 19,90 Euro. Wenn Sie die Starterbox kaufen, haben Sie den zwei Monate lang kostenlos. Und wenn Sie ihn danach behalten möchten, zahlen Sie pro Monat nur 9,90 Euro. Sie können ihn auch einfach kündigen danach. Also wenn Sie möchten, sagen Sie, okay, ich zahle nur 179 Euro, danach möchte ich keinen Euro mehr erstmal ausgeben. Ist auch okay, ist prinzipiell natürlich auch möglich. Ich glaube, ich weiß schon, worauf die meisten da draußen achten. Das Interessanteste ist natürlich das Handelssystem. Was ist da für ein Handelssystem? Wir haben ein Handelssystem auf den Euro-Dollar. Das ist der sogenannte Starter-EA. Da handelt auch die Stunden-Candles. Hier ist die Performance-Kurve von, ich schau mal kurz nach, auch von 2010 an bis heute mit 0,1 Lot. Dieses Handelssystem hat eine kleine Begrenzung, und zwar ist das Volumen begrenzt auf 0,1 Lot. Wir wollten eine Box erschaffen, die wirklich für Neulinge in dem Bereich da ist. Das heißt, es soll jetzt keine Vermögensverwaltung da draußen herkommen und sagen, super, die 179 Euro, die hole ich kurz aus der Portokasse und packe dann das System auf mein Millionenportfolio. So nicht. Deswegen, das ist nur eine Box für Neulinge in dem Bereich, die einfach mal das antesten möchten. Denn wenn wir ehrlich sind, die 179 Euro, die sind eigentlich für das, was sie bekommen, ganz gut angelegt. Im Grunde genommen müssen wir nur einen Monat lang auf unseren teuren, schicken Cappuccino, Karamell, Grande verzichten und schon ist das Geld wieder drin, wenn wir es so runterrechnen möchten. Da wir die Transparenz auch schon so gepflegt erwähnt haben, führen wir sie natürlich nochmal durch. Wir haben hier auch die Tabelle, die müsste auch auf unserer Webseite sein, da gehe ich gleich nochmal zu, wo wir die ganzen Jahre sehen. Ich zeige Ihnen das direkt mal auf unserer Webseite. Dauert ein Sekündchen, dann sehen wir auch das Bild. Also auf algo-camp.de gehen wir oben auf Produkte. Dann haben wir hier oben die Algo Trading Starterbox. Dann lädt wieder einen Moment. So, hier gibt es auch nochmal alle Infos von eben, noch ein paar weitere Infos zu dem Bereich. Sie haben hier die Auswertung, die Kennzahlen, die wir vorhin auch schon gepredigt haben in dem Bereich, die Performance-Kurve, weitere Kennzahlen, der Inhalt ist nochmal erläutert. Hier finden Sie alles. Unten können Sie auch den kompletten Backtest wieder anfordern. Den gibt es hier auch, wie bei allen anderen Systemen. Und hier unten können Sie das System dann dazu auch noch erwerben. Von der Performance
können wir hier drauf sehen. Wir sehen also mit 0,1 Lots schaffen wir so durchschnittlich, jetzt einfach nur per Augenmaß berechnet, so jährlich circa, was sind das hier, 600, 700 Pips circa. Wir haben auch ein Verlustjahr gehabt, das war relativ gering. Wir haben ganz gute Jahre gehabt, mittlere Jahre. Und hier oben dann auch die Beispielrechnung, was passiert, wenn wir das Ganze mit 0,1 Lot handeln. Das ist das Starter-System. Wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, größere Systeme zu fahren oder bei uns zu erwerben. Das heißt, wenn Sie halt sagen, Sie möchten jetzt, Sie brauchen die Starterbox nicht, Sie möchten schon mehr Volumen handeln, Sie möchten nicht nur 0,1 Lot handeln, dann haben wir natürlich noch vier weitere Systeme im Angebot. Die können Sie sich natürlich auch noch in Ruhe ansehen. Springen wir wieder zurück zur Präsentation. So, Trading Server ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Er wird auch unterschätzt wie die historischen Daten. Man darf leider nicht annehmen, dass wir sagen können, wir lassen das System zu Hause laufen. Da haben wir Internet und Strom. Da passieren auch wieder so viele Dinge wie bei den historischen Daten. Das heißt, das Internet geht aus, der Rechner geht aus, wir installieren Updates, der Rechner startet neu, wir haben irgendein anderes Programm, was die Performance zu sehr beansprucht. Was haben wir dann für ein Problem? Das System bekommt gewisse Signale nicht mit. Das heißt, wir würden heute um 10.04 Uhr long gehen, aber um 10.04 Uhr, da saugen wir gerade die Wohnung durch und mussten den Stecker ziehen und der Rechner ist nicht an. Klingt im ersten Moment etwas weit hergeholt, aber in der Realität ist das wirklich so. Das merken auch wir in der Kundenarbeit bei AgroKampf. Gerade bei der individuellen Entwicklung, wenn Leute von uns Handelssysteme entwickelt haben möchten, dann gibt es bei uns eine Fehlermeldung, hey, das System hat ja gar nicht gehandelt, obwohl der Kurs den Durchschnitt gekreuzt hat, das ist irgendwie kaputt. Dann gucken wir nach und was war? Der MetaTrader hatte keine Datenverbindung, das Internet war kurz aus, der MetaTrader war gar nicht an, kommt auch vor. Das alles haben wir mit einem Trading-Server nicht. Ein Trading-Server, das ist quasi ein kleiner Computer in einem großen professionellen Umfeld mit einer redundanten, also doppelten Stromversorgung, doppelten Internetleitung, mit Security, mit Brandmeldern und so weiter. Also wirklich eine richtig professionelle Umgebung mit einer sehr schnellen Internetverbindung, um sowas zu betreiben. Ein weiterer Vorteil, den wir dadurch haben, wir können überall darauf zugreifen. Das heißt, wenn Sie den MetaTrader nutzen, dann kennen Sie wahrscheinlich diese für mich eher unschöne App, die Sie haben auf dem Smartphone, wo Sie, also ich nutze die eigentlich nur, um Positionen zu checken, aber wirklich auf dem Chart mir was ansehen oder Linien zeichnen, das kann man damit nicht. Wenn Sie diesen Server haben, dann können Sie eine Verbindung drauf herstellen und es sieht auf Ihrem Smartphone, Tablet, PC, Windows, was auch immer Sie haben, was eine Internetverbindung hat, es sieht überall gleich aus. Das heißt, Sie haben genau die gleiche Ansicht wie auch auf dem Computer zu Hause. Das finde ich persönlich auch ganz angenehm, das schätzen auch sehr viele. Wir müssen nichts immer überall installieren. Wahrscheinlich gucken auch die meisten auf Arbeit bei Ihnen mal auf dem Konto rauf. Da möchten Sie wahrscheinlich auch nichts auf dem Rechner installieren, damit die Kollegen nicht allzu neugierig werden. Beim Trading Server stellen wir eine Verbindung her. Wir haben quasi ein Fenster, da ist unser Server zu erreichen. Das schließen wir und trotzdem läuft das System weiter. Das ist auch mit in der Starterbox enthalten. Dann haben wir noch einen Indikator, das ist der Power Candle Indikator. Wir wollten auch noch so ein bisschen Input liefern oder Möglichkeiten oder Werkzeuge liefern, um auch eigenständig Strategien zu entwickeln. Und mit dem Power Candle Indikator haben wir einen kleinen Indikator geschaffen, der so ein bisschen Inspiration liefern soll oder Anregung liefern soll. Ist mit dabei, den können Sie in den MetaTrader ziehen, auf den Chart anwenden und Sie würden dann immer solche starken, signifikanten Ausbrüche, die sogenannte Power Candle, im Chart sehen und können dann halt für sich überlegen, was kann ich damit machen? Kann ich damit meine Strategie erweitern? Kann ich diese Ausbrüche handeln? Kann ich auf Korrekturen setzen und so weiter? Das hat auch noch viel Spielraum und Arbeitsmöglichkeiten für Sie da, wo Sie sagen, hey, ich will da noch ein bisschen aktiver werden in dem Bereich. Also nochmal die Zusammenfassung. Wir haben alles, was wir benötigen für den Start ins Algo-Trading. Wir haben hier eine deutsche Produktion. Das berühmte Made in Germany, das heißt, wir haben es selbst in Deutschland entwickelt. Sie haben dazu deutschen Support, deutsche Anleitung. Eigentlich das, was man sich in dem Bereich wünscht, aber halt oft nicht bekommt, weil wir oft immer zum Teil an die oft erwähnten schwarzen Schafe geraten. Bevor wir heute fertig sind, haben wir noch zwei wichtige Punkte auf den Folien. Das ist einmal, wieso verlieren so viele Geld? Das ist eine sehr gute Frage. Und zweiter Punkt ist das richtige Mindset, das, was wir Ihnen leider nicht mitliefern können. Wieso verlieren so viele Geld? Das falsche Mindset
gehe ich gar nicht weiter darauf ein. Das haben wir in der nächsten Folie nochmal. Schlechte Handelssysteme haben wir schon durchgekaut. Kein durchgehender Betrieb ist ganz wichtig, wenn Sie keinen Trading-Server haben und der Rechner einfach, wir haben es durchgespielt, der geht irgendwann mal aus. Wir haben irgendwann mal Trennungen von der Internetverbindung, Stromverbindung, was auch immer. Da gehen einfach Signale verloren. Und das ist je nach Handelsansatz, wenn wir ein System haben, was einmal im Monat handelt, ist das natürlich, ja, kann es uns egal sein. Aber bei den meisten Systemen, die vielleicht jede Stunde agieren, so wie unsere Systeme, zum Teil auch alle 15 Minuten, da muss jedes Signal einfach mitgenommen werden. Ständiges Eingreifen, das ist ein schönes Thema. Das ist ein sehr schönes Thema. Das erleben wir auch immer wieder an der Kundenarbeit. Das haben wir damals auch selbst an uns einfach gemerkt. Wir haben ein Handelssystem, das agiert am Markt, das geht long, hat vielleicht schon 50 Pips verdient, aber es schließt die Position einfach nicht. Und dann sitzen wir davor oder viele Trader sitzen davor und denken sich, was ist das denn? Er ist jetzt bei 50 Pips im Gewinn und jetzt fällt der Markt, geht auf 45 Pips Gewinn, 40 Pips Gewinn und da kommt dann die große Gier. Dann sagen wir uns selbst, naja komm, die 40 Pips nimmst du noch schnell mit, bevor der Markt ganz fällt oder der Stopp mitgerissen wird. Ja, wir gehen raus bei 40 Pips und dann geht der Markt nach oben und wir wären eigentlich bei 100, bei 150 Pips und so weiter. Das ist ein Problem, das lässt sich einfach sagen, aber es ist ein Problem, das bekommen wir sehr schwer umgesetzt. Wir erleben es auch in der Kundenarbeit. Wir haben einzelne Kunden, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber mit denen reden wir ganz oft darüber, immer wieder und sagen, naja, im Backtest gab es auch keinen Menschen davor, der gesagt hat, uiuiui, schon 50 Pips, die nehme ich jetzt mit. Im Backtest oder dem Handelssystem ist es völlig egal. Der hat ja klare Regeln und dieser Backtest, der basiert ja auch auf die klaren Regeln. Das heißt, im Backtest haben wir nie gesagt, bei 50 Pips nehme ich jetzt mit oder die 40 Pips, sondern er hat eine gewisse Logik. Und wenn wir ständig eingreifen, dann sorgen wir einfach dafür, dass das System vielleicht gar nicht mehr profitabel ist. Das klingt komisch. Wir nehmen immer 40 Pips mit, aber das System ist ja nicht mehr profitabel, ja, weil der Durchschnitt nicht mehr stimmt. Weil die durchschnittlichen Trades dann negativ sind. Es kann ja sein, dass das System, sagen wir durchschnittlich 150 Pips realisiert. Wie kommen wir auf diesen Durchschnitt? Auf diesen Durchschnitt kommen wir, dass viele Trades da drüber liegen, also viel mehr Gewinn machen und dass viele auch drunter liegen und Verluste machen. Das heißt, wir haben, um auf einen Durchschnitt von 150 Pips zu kommen, haben wir viele Trades von 300, 400, 500 Pips vielleicht, je nachdem, was gerade passiert, Gewinn. Und wenn wir die alle cutten, 40 Pips nehme ich mit, 50 nehme ich mit, 40 nehme ich mit, bei den Verlusten, das kennen Sie wahrscheinlich auch zu Hause, die Verluste, die wir natürlich laufen lassen, die Verluste, der Markt dreht noch, das kommt alles noch, das läuft alles noch. Das ist nämlich nicht so. Und das ist ein ganz großer Punkt, wieso viele trotz profitables Handelssystem einfach Geld verlieren. Falscher Broker, ja, einfach den richtigen Broker wählen, dann klappt das auch mit dem Trading, haben Sie da keine Probleme in den Bereichen. Und dann ist noch die Volumenanpassung da. Volumenanpassung ist auch so ein total langweiliges Thema einfach. Ne? Wir setzen einfach 1% und dann klappt das schon. Und wir sagen einfach ein Lot. Irgendwann läuft es, dann mache ich 2 Lots. Das kann aber ein komplettes System verhauen. Wenn Sie einfach eine gute Phase haben, das ist der typische Verlauf. Sie haben eine gute Phase mit einem Lot, der Markt läuft hoch, also die Performance läuft hoch. Und Sie sagen, wow, super, das System funktioniert ja wirklich. Jetzt trade ich 4 Lots, weil ich das Vertrauen habe. Und dann kommt eine kleine Drawdown-Phase, die nicht groß ist. Aber dadurch, dass wir jetzt das vierfache Volumen handeln, haut sie uns komplett in den negativen Bereich. Deswegen Volumenanpassung nicht unterschätzen. Genau im Vorfeld überlegen, wie sieht mein Plan aus? Wie erhöhe ich das Volumen innerhalb des nächsten Jahres, innerhalb der nächsten 12 Monate? Ganz, ganz wichtig. So, letzte Folie in dem Bereich. Richtige Mindset entwickeln. Das Mindset können wir leider nicht mitverkaufen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie mal hin. Aber das ist der Punkt, wo Sie selbst noch aktiv werden müssen. Sie müssen das richtige Mindset für das Trading entwickeln. Ein ganz komischer Satz, aber wenn ich sage, viele schaffen es, trotz profitables Handelssystem Geld zu verlieren, jetzt abgesehen von den eben genannten Beispielen, oder wenn ich sage, ein Handelssystem, verschiedenes Feedback, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Handelssysteme, die wir verkaufen bei AlgoCamp, die haben natürlich zahlreiche Käufer, die das auch nutzen und es gibt zu den Handelssystemen unterschiedliches Feedback. Manche sagen, ja super, läuft, wow, super, danke, klasse, super. Und dann gibt es auch wieder Leute, die sagen, was ist das für ein Mist? Der verliert ja nur Geld, das funktioniert ja nicht. Und da müssen wir uns mal überlegen, woran,
Woran liegt es, dass wir ein System haben? Das handelt natürlich bei allen gleich, mit minimalen Abweichungen, weil der Broker unterschiedlich ist. Aber wieso kommt es, dass manche oder viele Trader, die Mehrheit, fast die absolute Mehrheit oder die absolute Mehrheit sagt, das funktioniert super, gut, schön, im normalen Bereich. Und dann gibt es so ein, zwei, drei, vier, die dann sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Und das ist das Mindset, das falsch ist. Das heißt, sie haben einfach falsche Erwartungen. Wir hatten es ja am Anfang schon kurz den Punkt, die denken einfach, dass ein Algo, nur weil es ein Computer ist, immer nur Gewinne macht. Keine Drawdown-Phasen, nicht zu viele Verluste, immer nur Gewinne. Das stimmt so nicht. Ebenso haben sehr viele den Drang dazu, immer Trades zu sehen. Ne? Wenn man den ganzen Tag davor sitzt und manuell handelt, dann hat man natürlich, ja, dann will man was sehen, da muss man was laufen. Und wenn um 15 Uhr noch kein Trade durchgeführt wurde, dann sagt man einfach, ja komm, jetzt trade ich einfach irgendwas. Jetzt habe ich hier irgendeine Formation gesehen, das ist der Trade. Und das ist das sogenannte ja, Langeweile-Trading. Ne? Man sieht nichts, man handelt was. Und da haben auch sehr viele den Anspruch daran, das Handelssystem auch immer was machen müssen. Ja, sie müssen alle paar Minuten was machen, rein, raus, hier ein Trade, da ein Trade. Aber es muss gar nicht so sein. Ich sage immer, keine Position ist auch eine Position. Wenn man selbst oder das System einfach gerade keinen Punkt gefunden hat, um zu handeln, dann ist es halt so. Dann müssen wir keinen Trade umsetzen. Im Backtest haben wir vielleicht auch tagelang keinen Trade durchgesetzt. Also verabschieden Sie sich unbedingt davon, immer zu sagen, da muss ich was sehen, da muss was passieren. Ne? Wir haben auch viele Anfragen, die sagen, das muss zwei, dreimal am Tag handeln und natürlich noch 1% an jeden Tag machen und möglichst geringe Verluste. Das geht halt so nicht. Das können wir nicht erwarten. Und im Endeffekt kann es uns doch egal sein, oder? Es ist auch im Endeffekt egal, ob wir die Woche ein Trade durchgeführt haben und 1.000 Euro verdient haben oder ob wir 19 Trades durchgeführt haben und 1.000 Euro verdient haben. Den Broker wird es wahrscheinlich freuen, wenn Sie ein bisschen mehr traden, aber im Endeffekt kommt es ja darauf an, was Sie halt in dem Bereich haben möchten. Gut, wir sind soweit durch mit der Folie. Ich zeige Ihnen noch ganz kurz ein paar Dinge auf der Webseite. Nochmal die Zusammenfassung. Ich hatte Ihnen ja, dauert wieder kurz. So, algocamp.de. Ich hatte am Anfang ja das E-Book erwähnt. Wenn Sie auf unsere Seite gehen, klicken oben, gehen mit der Maus oben auf Trading Wissen, klicken dann auf E-Book gratis, im Schlaf Geld verdienen. Da haben wir uns so ein bisschen an die Seriosität der schwarzen Schafe orientiert beim Titel. ist ein ganz interessantes E-Book. Lassen Sie sich vom Titel nicht abschrecken. Wir wollten mit dem Titel einfach die Aufmerksamkeit von Ihnen wecken, damit Sie zur richtigen Anlaufstelle kommen. Da haben wir die ganzen Punkte von heute und auch noch weitere Punkte mit weiteren Beispielen zusammengefasst, worauf Sie achten müssen, ne? Wie Sie noch besser EAs erkennen, die gut sind. Ein paar Beispiele, noch ein bisschen die Starterbox weiter erklärt. Lohnt sich auf jeden Fall, dauert vielleicht nicht mal eine Minute, dann haben Sie das E-Book beantragt. Das wird auch in der Regel innerhalb ein paar Minuten zugeschickt. Ansonsten noch kurz, damit Sie den Überblick haben, wenn Sie Interesse haben an die Handelssysteme, die finden Sie oben bei Produkte. Da können Sie sich die Handelssysteme ansehen. Sie haben bei Trading Server noch die Übersicht zu den Trading Servern, wenn Sie die haben möchten. Wir haben auch ein schönes Markttechnik-Addon für den MetaTrader 5. Da haben wir auch noch ein schönes Update. Da haben wir morgen aber noch einen kompletten Vortrag dazu. Markttechnik mit dem MetaTrader 5, automatisierte Einzeichnung im Chart. Und ansonsten, unser Hauptgeschäft ist natürlich auch noch die Programmierung. Das heißt, wenn Sie eine Idee haben, kommen Sie zu uns, wir helfen Ihnen dabei und setzen Ihnen die Strategie komplett um in ein automatisiertes System. Ansonsten kann ich auch nochmal auf unseren Blog hinweisen. Da haben wir noch eine Aktion, der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, FXBet. Das heißt, wenn Sie ein Konto bei FXBet eröffnen und gewissen Teilnahmebedingungen noch erfüllen, die finden Sie auch alle auf der Webseite von FXBet oder von uns, dann sparen Sie ganze 50% bei der Entwicklung von einem MetaTrader 5 Handelssystem. Das heißt, 25% schenken wir Ihnen von Algocamp und 25% schenkt FXBet Ihnen. Zu den genauen Bedingungen, die dafür erfüllt sein müssen, können Sie einfach auf die Webseite nachlesen, bei fxbet.com oder algo-camp.de, da finden Sie das. Das war eine gemeinsame Aktion, um auch nochmal klarzustellen und nochmal deutlich zu machen, dass wir wirklich die Einstiegshürde senken möchten, damit Sie den Eintritt oder den ersten Schritt in die Welt des Algo-Tradings schaffen können. Mit Blick auf die Uhr, haben wir fast eine Punktlandung erwischt. Ich bedanke mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut, dass Sie die 90 Minuten mit mir verbracht haben. Ich hoffe, es war gemütlich für Sie zu Hause.
Wir haben heute noch einen weiteren Vortrag um 16.30 Uhr. Wir haben morgen noch zwei Vorträge. Ansonsten, wenn Sie noch Fragen haben, Wünsche haben, können Sie uns gerne jederzeit anschreiben, kontaktieren. Gehen Sie einfach auf algo-camp.de. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Ansonsten, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen, sonnigen Tag. Vielen Dank und tschüss.